Einen wunderschönen. Wie ihr seht, stelle ich gerade einen Post-Tower auf. Ich denke, oh mein Gott, der hat sogar heißen nicht Strukturen. Wir sind auf dem Test-Server. Keine Panik. Wer also ein bisschen Spaß haben möchte, ein bisschen mit rumprobieren möchte, kann auf den Test-Server kommen. Wir sind wie immer Nakugard. Und ankern hier die Post. Hat die Bewandtnis, dass ich ein Tutorial geschrieben habe über die Rockwall. Wenn er erst das Bild nehmen wird, wäre gut. Da ist es. Geht darum, dass man die Qualle als Heidelinger, dass man die Qualle als relativ günstigen Sprungfrachter zweckentfremden kann. Mit dem kleinen Nachteil, dass man halt mit der Qualle nicht ins Highsec kommt. Das heißt, das B- und Entladen muss dann halt mit Blockade Runner, Deep Space Transporter oder mit einem normalen T1-Hauler erfolgen. Dafür sind halt die Lademengen extrem. Also der normale Laderaum ist schon 50% von dem, was halt ein Jumpfrachter hat. Also die Rea, die hat mit Oarik Cargo Expandern, da kostet eine schnuckelige 260 Mille momentan. Kommt hier auf 386.000 Kubik. Und das Schiff an sich ist halt bei 14 bis 16 B. Und die Qualle kostet mit dem Frachtfitting, was weiter unten auch im Post zu sehen ist, 4 Milliarden und hat halt eine Kombination aus verschiedenen Laderäumen, die halt ihrer Rolle als Industrieschiff ihr helfen, gerecht zu werden. Der normale Laderaum, also Flottenhangar und normale Laderaum zusammen, sind halt 215.000. Das ist so bisschen mehr als die Hälfte von dem oder ja, ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was ein Sprungfrachter hat. Dafür ist er aber halt auch deutlich günstiger. Wie gesagt, mit dem Nachteil, dass er nicht ins Highsec darf und man dann mit Blockade Runnern und Deep Space Transportern oder einem T1-Hauler die Sachen halt dann zur Qualle bringen muss ins Lowsec. Was natürlich den Übergang mit von High ins Low immer so eine Risikogeschichte macht. Weil natürlich da Piraten oder Ganking oder Zufallsabschluss passieren kann. Wenn man aber ein relativ ruhiges System wählt für seinen Startpunkt und auch zum Entladen ein relativ ruhiges System zum Ausladen, ist das eigentlich kein Problem. Wenn man Erzgas oder Eis transportiert, dann hat man den Erzfrachtraum, der auch 300.000 Kubik hat, da sind wir schon bei 515.000. Und aufgrund von der Kompressionsfähigkeit verzehnfacht halt bei Gas und Eis und bei den ganzen Erzen verhundertfacht sich halt die Anzahl der Items, also der Erzmenge in Itemanzahl. Und was halt noch cool ist, die Qualle und auch die Orca können über die Ship Maintenance Bay beladene Schiffe mitnehmen. Die dürfen nur Munition, also Charges, Booster, Liquid Ozone und Strontium im Laderaum haben. Was aber heißt, bei 1 Million Kubikmeter Schiffshangar, den die Rockwall hat, kann sie 3 bis 4 Hauler mitnehmen. Die haben so immer knapp über 240.000 an eigenem Volumen. Und aufgrund von den Ladevolumina ist es sinnvoller, 3 Iteron und Tyra oder Tyra zu nehmen, weil die jeweils 40.000 Kubik mitnehmen können, als halt diese Rare Seekel, die haben knapp unter 250.000 Kubik, das heißt, ich kriege dann halt 4 Stück rein, aber der Laderaum ist halt dann ungefähr die Hälfte. Und wenn ich die 3 Eteron auf 40.000 Kubik halt verwende, dann kann ich relativ viel Zeug mitnehmen, was halt den Warengruppen entspricht. Cap Booster sind irrsinnig groß, das fluchen immer alle, die viel mit Cap Booster arbeiten, dass da nichts mitzunehmen ist. Strontium ist auch eine sehr ungeile Angelegenheit. Liquid Ozone für Zynos ist jetzt fragwürdig, ob ich halt für 300.000 Einheiten brauche, aber wenn ich halt viel Eis meine, dann habe ich das irgendwann rumliegen und es stapelt sich. Wenn ich meinen Großeinkauf Munition machen möchte, kann ich 4 Millionen Schuss von Heavy Missiles mitnehmen. Also dann welcher Waffentyp, beziehungsweise Precision Fury und dann halt die Heavy Missiles. Oder 12 Millionen Einheiten Nanite Repair Pace oder halt eine Mischung aus dem, was auch immer man halt rumliegen hat oder halt mitnehmen möchte. Oder auch andere Munition. Das ist ein Beispiel.
Das ist die leere Frachtqualle. Geht natürlich auch mit der normalen Bergbauqualle, diese Geschichte. Unmarkant statt der T2-Rex, die hier ja geplant sind, auch T1 einbauen. Das kostet dann 15.000 Kubikmeter. Allerdings spart man auch über 400 Millionen ISK, weil die Rigs relativ teuer sind. Und das sind die Iterons, das Iteron-Fitting für die Laderaumerweiterung. Das ist einfach nur stumpf auf Volumen gefittet, ohne sonst irgendwas. Dazu muss gesagt werden, um dieses Fitting, also die Werte des Fittings zu aktivieren sozusagen, muss ich, um das Schiff, also die Iteron zu verwenden, einsteigen, dann meine Waren aus diesen Gruppen hier einladen, dann wieder aussteigen und dann kann ich es in die Rockwall reinpacken. Weil wenn ich das nicht tue, hat die Iteron die stumpfen ohne Skill 5.800 Kubikmeter und nicht die über 40.000, die sie halt mit Skill und Fitting und allem, was dazu gehört hat. Dann das Schönste, warum ich jetzt eigentlich angefangen habe, diesen ganzen Post und auch die Sachen, die ich jetzt noch gleich zeigen möchte. Seit Version 2004, das ist Anfang vom April, also Anfang diesen Monats, darf die Qualle auf Indocyanus springen. Und Indocyanus können mit einer Venture oder einem Hauler aufgemacht werden und die sind halt deutlich billiger als die Force Recons, die man halt vorher dafür verwenden musste. Vor allem bei Geschichten des Lowsec, wenn ich so 400 Millionen Force Recon oder noch schlimmer einen Black Op für eine Milliarde hinstellen muss, um Zyno zu machen, macht die ganze Geschichte halt keinen Sinn mehr. Wenn ich da von der Venture für weniger als eine Million oder ich habe hier die Sigil als Beispiel, die kostet nämlich 14 Millionen mit Fitting. Das ist dann sicher, weil die relativ tankig ist. Also ein Zerstörer, der bei ihm vorbeikommt, der kriegt die nicht einfach mal weggenappelt, sondern der muss dann schon Kollegen rufen oder im größeren Schiff wiederkommen, um es wegzuschießen. In einem ruhigen System reicht aber halt auch die Venture, die ist dann bei einer Million oder so oder ein bisschen drüber. Das teuerste ist halt der Zyno-Generator und der ganzen Geschichte. Jetzt die Frage, warum stelle ich eine POS auf? Beziehungsweise anker die hier fröhlich vor sich hin. Ich habe natürlich Genie, dass ich bin in Large Tower genommen, weil ich gedacht habe, so hey komm, da kriegst du dann auch die Qualle schön rein. Sieht gut aus. Problem ist, ich habe dran vergessen, dass die eine halbe Stunde braucht, also der Tower eine halbe Stunde braucht, bis er geankert ist. Deswegen tue ich jetzt einfach so, als wäre der halt schon mal geankert und wir hätten da eine Bubble, die kommt dann später halt dazu. Moment, falsche Station, auf die will ich. Da liegt nämlich das Demo-Material schon bereit. Wenn man jetzt bedenkt, dass ein Sprungfrachter ja um einiges teurer ist als eine Qualle, ist die Qualle ja, und du halt mit dem Sprungfrachter definitiv einmal im Slowsec halt an dem Gate musst, um halt wieder zurück ins 0-0 zu kommen, ist die Qualle doch eigentlich echt die bessere Wahl. Das ist halt dieses Für und Wider. Du hast halt, du sparst halt im ersten Moment, sparst du halt relativ viel Anschaffungskosten. Weil du halt, ich sag mal, 10b, 12b, je nachdem, was für ein Schiff du halt nimmst, weniger hast. Aber du musst halt mit deinen, in dem Fall empfehle ich halt, knallhart hier Blockade Runner zu nehmen, die Viator, der hat zwar nur 13.000 Kubik, aber die ist halt cloggy. Also in einem System, wo halt häufiger mal jemand vorbeikommt oder am Gate drum rumsteht, nimm mal so einen Teil und witsch durch. Wenn du viel mehr haben willst, nimmst du einen Deep Space Transporter. Die haben dann 65.000 Kubik Flottenhangar und 5.000 verquetschte normalen Hangar. Und damit kannst du halt dann in mehreren Flügen die Qualle auch voll machen. Das sind dann halt mal 6-7 Flüge, die du halt dann machen musst. Aber so eine Aktion machst du ja auch nicht einfach mal spontan und dann zack, gib ihm und legst los, sondern da wird ich sag mal, ein bisschen mit Vorplanung, vielleicht nimmst du von anderen Leuten noch Sachen mit
Und dann kannst du gleich sagen, hey Leute, schiebt mir die Sachen selbst ins Low und das Risiko ist dann bei euch und nicht bei mir. Das hier ist das nackte Fitting, was ich auch im Blog gepostet habe. Ist aufgrund der Testserver-Mechanik ist es relativ günstig. Also das jetzt hier nicht sich irritieren lassen. Das sind alles Fantasiewerte, ist alles auf 100 ist zusammengedrückt, weil halt einfach in der Testserver-Umgebung alles bei 100 ISK ist, um halt möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, möglichst viel rumzuprobieren und Fehler zu finden. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe Sascha komplett vergessen, einzuführen. Also, hi Sascha. Wie ihr schon gemerkt habt, er ist da. Ja, also das ist das normale Fitting. Kann ich halt hier meinen normalen Laderaum halt machen, habe noch eine Drone Bay. Wer viele Drohnen transportiert oder also zum Beispiel selber baut, kann die auch dafür verwenden, aber das ist halt relativ begrenzt. Und hier ist die Geschichte mit den Containern, also den Iteron-Containern. Hier fliegen auch nochmal zwei Stück rum. Wenn ich die nämlich hier so habe, dann ist sie bei 40.000. Wenn ich jetzt die nebendran auswähle, wo ist er? Da ist er. Dann zeigt er nämlich hier an, dass die 40.000 drin sind, aber dass die eigentlich nur 5.800 hat. Das ist also Beschiss in der Mechanik. Und das geht halt mit den ganzen anderen Sachen. Wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich jetzt hier drüber geklickt. Also ihr seht, hier ist überall mehr drin, als drin sein dürfte. Und hier sind halt 4 Millionen Repair Pays drin, obwohl die halt niemand, also Pi mal Daumen so 80% zu viel drin sind. Hi Oberfichte, hi Cyborg, hi, wen habe ich übersehen? Xiong, Gwen, Dog Spirit, Biergesindel Sascha, gut. Hoffentlich alle genannt, die genannt werden wollten. Ansonsten mal über die nächsten Runde. Also die Dinger, die können wir dann halt in den Chip Maintenance Pack von der Qualle reinballern, obwohl sie halt überladen sind. Bekommt dann halt deutlich mehr mit, als man eigentlich mitnehmen dürfen können sollte. Geiles Deutsch. Aber der Punkt, auf den ich eigentlich noch raus wollte, warum ich die Post auch am Stellen bin, ist, wir hocken jetzt irgendwo im Lowsec und haben die Qualle möglicherweise sogar aus dem Asset Safety System rausgekauft, weil irgendeiner aufgehört hat zu spielen vor, lass es mal 4, 5 Jahren sein. Hat wieder angefangen, merkt, ETH ist komplett anders als vorher, seine ganzen Assets, weil er Müll gespielt hat, sind in den Asset Safety System, er braucht Kohle. Hat die Qualle für kleines ISK in den Asset Safety System in den Markt reingeballert und wir haben die jetzt gekauft. Also das ist ja jetzt schon eine Schande, nachdem wir so viel Glück hatten und uns den Bauch mit Liquid Ozone und was haben wir noch gekauft? Caboose haben wir noch gekauft und Nether Repair Pays haben wir auch noch aus dem Markt rausgezogen. Wäre ja eigentlich eine Schande, wenn wir das nicht komplett ausnutzen würden. Und da kommt jetzt diese POS ins Spiel, weil häufig werden auch Rohstoffe, in dem Fall ungepresstes Erz oder Eis oder Gas, in den Asset Safety System verramscht, im wahrsten Sinne des Wortes, also dann für 20% oder so. Oder teilweise kann man sogar für 10% des normalen Literpreises die Dinge ankaufen und die werden trotzdem drauf gedroppt, weil die einfach nur das Zeug loswerden wollen und ein bisschen was besser als gar nichts davon haben wollen. Und das Problem ist halt, das nimmt halt viel weg hier, so mit 1000 Kubik. Aber mal gucken, ob ich das schon verwenden kann. Ja, geht, Gott sei Dank. Hat nämlich vorher noch mit dem Skills rumprobiert. Und jetzt kann man sich hingehen. Die Qualle hat ja diese Möglichkeit. Und ballert sich die zwei Teile hier rein. Und hat dann den Mining Hold. Wie ihr seht, gehen da nur 300 rein. Wenn man sich jetzt eine Post ins Lowsec stellt mit irgendeiner Altcorp, kleiner Post-Tower sind so über den Daumen 120 Millionen, stellt man sich 15 Minuten auf. Macht 15 Minuten, bis das Force Field da ist. Warp dann rein. Ich mache es jetzt nicht, weil ich weder Bookmark noch irgendwas habe. Ich mache das jetzt einfach hier. Ja, genau.
Heavy Water, Vorbereitung, alles super. Also Orca und Qualle brauchen beide Heavy Water, damit der Core angeht. Profis wissen das, ich nicht. Gott, mal gucken, wie viel der hier verbraucht. 1000 Einheiten, gut, dass ich 3000 gekauft habe, also reicht es gerade für die Demonstration. Der Hold ist voll, der Hold ist voll. Gut. Sieht natürlich cooler aus, wenn es im Force Field steht. Aber geht auch im Undock von der Station, sollte man natürlich im Real Life nicht in der nicht machen, im Low 6 sich an der Station stellen und in den Core gehen. Was aber an der Qualle, man sollte nochmals auf 0 stehen, aber mir geht es eigentlich jetzt nur um die Demonstration des Effekts. Weil die wandelt jetzt. Genau. Jetzt fängt sie an, sich umzubauen und geht in den Core. Finde ich relativ schade, dass die Orca im Highsec das nicht mal beziehungsweise generell nicht macht. Die Rohrqual baut sich halt komplett um und spielt so ein bisschen Transformers. Und ist so ein bisschen Anarsch unterwegs. Und wenn man jetzt in seiner Post steht und hat dann auch noch sein Compression Array an, dann kann man hingehen und kann sein Mining Hold nehmen und kann das pressen. Und dann ist hier viel mehr Platz als vorher. Das heißt, man kann viel mehr Sachen einkaufen an Erz und Eis und Gas, als man eigentlich können dürfte, wenn man das Zeug halt selber mit seinem Transportmittel quasi pressen kann. Das ist so ein netter Nebeneffekt, was halt der Sprungfrachter nicht kann. Wie gesagt, Nachteil an der Geschichte ist, dass die Qualle halt dann immer über externe Schiffe beladen werden muss. Wenn ich jetzt Frank wäre, könnte ich jetzt hier die ganzen Effekte cool zeigen, aber ich habe die Kamera nicht. Und kann dann halt diese ich sag mal, Industriefähigkeiten halt für Handel und Wirtschaft halt noch mitverwenden. Sascha, hast du einen Schal, der Qualle fliegen kann? Noch nicht. Der ist aber auf dem Weg dahin. Also ich habe halt einen Char, der Orca und so fliegen kann. Und damit der halt einfach ein bisschen was zu tun hat, kann der dann mal, hat er einfach die, habe ich irgendwann auf die Quad reingeschmissen. Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich meinen Frachter-Char nicht auch eventuell, weil ich finde es eigentlich echt preis-leistungstechnisch besser. Der einzige Nachteil ist, dass du halt den Mining Foreman auf 5 und sowas brauchst. Also ja, wäre gut, für mich, für den Frachterschar, skilltechnisch nochmal ein Umweg, weil die Sprungfrachter kann ich schon fliegen. Das mag sein, aber diese ganzen Geschichten, die du hier im Fleet Support brauchst, diese Mining Foreman, Mining Director Geschichte, wenn du dir die hier anschaust, die brauchst du auch, wenn du die ganzen Burst Charges im Mining sowieso hast. Also das nimmt sich dann nicht mehr viel. Ja, wobei mein Haulerschar, Frachterschar ja nur Frachter kann. Also der hat nichts in Fleet und sowas. Ach so, so meinst du das? Also ich weiß gar nicht, was ich für die Sprungfrachter, ob ich da irgendwas brauchte, aber glaube ich nicht. Nee, für die Sprungfrachter brauchst du davon nichts, da brauchst du nur die Antriebsskills. Aber es macht halt Sinn, den gleichen Char für Sprungfrachter zu nehmen wie für die Qualle. Weil du brauchst halt für den Sprungantrieb, brauchst du halt hier Jump Drive Operation und ja. Die brauchen halt ewig und wo sind wir? Immer noch nicht so ganz fit mit diesen neuen Dingen, obwohl es nicht mehr ganz so neu ist. Hier Jump Drive Calibration, Operation und Conversation. Also die Calibration macht halt die Reichweite größer, dauert ewig, 2,3 Millionen Skillpunkte. Die Operation macht den Cap Need runter, sind 1,28 Mille
Und Fuel, das ist zwar optional, aber ich empfehle es trotzdem, weil es halt 50% vom Treibstoff reduziert, wenn du es halt voll ausgeskillt hast und auch mal 2 Millionen Skillpunkte. Das heißt, du hast halt 5 Millionen Skillpunkte, die du da erstmal reinpumpen musst. Und es geht halt für Qualle und es geht für Sprungfrachter. Das heißt, an der Stelle verlierst du halt nichts. Aber es ist halt geil, wenn es der gleiche Char ist. Also wenn du den Frachter-Char nimmst und die Dinger draufziehst, dann, wobei, ich überlege gerade, wenn du dem Orca-Char, den du momentan hast, wenn du dem diese Skills gibst und dem, der jetzt schon Frachter kann, den einfach nur nimmst, um dann die Beladeaktion zu machen quasi. Dass du, wenn du dem dann hingehst und tust die Ja. Transport-Chips und sowas noch geben, also quasi der macht den ganzen High-Sec-Geraffel und der andere Char, der die Orca kann, der macht dann das Low-Sec-Geraffel mit der Qualle. Dann ist es wahrscheinlich besser getrennt. Das wäre tatsächlich eine Option, ja. Deep Space und Blockade Runner kann ich, das ist kein Problem. Ich mache mal den Chor aus, damit ich wieder andocken kann. Wie ihr seht, wenn man den Chor nicht rechnet, aber wenn man nicht auf 0 steht und den Chor anhat, dann ist man innerhalb von einem Zyklus weggedriftet. Und das kann einem im Low-Sec schon das Genick brechen. Ich gehe mal in die Seitenansicht, da sieht man relativ schön, was da alles sich durch die Gegend schiebt und zieht und klappt und macht. Weil da geht nämlich einiges auf, zu und dreht sich und macht und tut. Fehlt mir ein bisschen bei der Orca, wie gesagt. Muss jetzt gerade mal gucken. Ob die Struktur. Nee, geht nicht. Schade. Da muss ich erst nochmal einen Bookmark machen und mit der Viator das Shield auch einschalten. Wer ist mit dem Postcode und mit Postmechanik noch groß geworden von euch Zuschauern? Und wer überlegt sich gerade, von was redet der alte Mann? Bevor es nämlich die Abweltstrukturen gab, die hier auch im All überall rumstehen, waren wir auf Posten angewiesen. Und die werden heutzutage hauptsächlich noch als irgendwie Staging und Forward Operation Points halt genutzt, damit du mal die Flotte irgendwo hinpacken kannst und so vor kurzfristigem Beschuss sicher ist. Oder einen Supercarrier oder Titan zwischenparken kannst, wenn du dir nicht mal eben den Keepstar hinstellen kannst, weil du die Kohle dafür nicht hast. Oder deine Allianz den Keepstar nicht verteidigen oder finanzieren könnte oder möchte. Hätten Endgame Stimmt, auch wie ich machen noch am sollen. Tower. Ja, ich wollte das Material noch zum Force Field einschalten mitnehmen, aber ich merke gerade, das mit dem Driften, das war echt eine dumme Idee. Die Qualle ist halt echt kein schnelles Schiff. Ist übrigens beim MWD Cloak Trick auch ein Problem, dass die Capitals, der Capital MWD nicht funktioniert. Also der. Wenn man hier so einen normalen. Nee, die will ich nicht. Ich will das Equipment. Wenn man hier so einen normalen hat. Der hat ja nur 10 Sekunden Durchlaufzeit. Wenn Wobei man der dann. Fail jetzt ja auch ganz gut demonstriert, dass du wirklich auch als Hauler darauf achten solltest, dass du stehst, weil wenn jetzt jemand kommen würde, wärst du halt tot. Du kannst jetzt Genau. nicht docken. Und das gleiche ist halt auch mit Zyno. Also wenn halt der Zyno-Char hingegangen wäre und hätte halt jetzt hier das Zyno gemacht und hat halt 5000 Meter, dann ist halt, wenn du hier rauskommst, ist okay. Wenn du hier in der Mitte rauskommst, wirst du halt weggebammt und wenn du auf der Seite rauskommst, stehst du halt 3000 Meter weg und mit Frachterqualle bist du halt dann tot. Weil du halt JWD irgendwo in der Walachei stehst. Und Cloak MWD geht halt mit denen nicht, weil die ja 20 Sekunden haben.
Und das ist halt für die großen Schiffe nicht praktikabel. Es geht zwar mit hohen Skills und mit Boostern und so, kann man das irgendwie noch. Aber da ist einfach mit Replifiern arbeiten im zweiten Char einfach wesentlich schneller und wesentlich angenehmer. Ja, wir sind auf dem Testserver. Ich habe auch überlegt, ob ich hier in ein anderes System springen sollte, aber ich habe halt festgestellt, die gibt es halt hier auf der Station im System, wo wir eh schon sind und YOLO. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du mit der Rohrqual im Highsec meinen dürftest. Weil die Bedingung für das Verwenden von Schiffen ist ja, dass du nicht mit Spielern negativ interagierst. Also dass du mit einem Dreadnought zum Beispiel nicht im Highsec gankst oder so irgendwas. Also das darfst du halt einfach nicht. Aber wenn du halt die Qualle nimmst und stellst halt die Qualle in ein Icebelt, das ist ja nicht negativ. Da wollen nur alle in deine Flotte rein. Also das ist hier das Basismaterial, was man braucht, um eine Post aufzubauen. Zumindest im Highsec, also die zwei Sachen. Das musst du auf jeden Fall haben. Das Strontium sollte man haben. Hallo Bild. Strontium sollte man haben und die Starbase-Charta braucht man, um im Highsec Dinge ankern zu dürfen, weil das quasi die Lizenz ist, dass Minmatar in dem Fall die Struktur toleriert. Wünsche ich mir seit Jahren für die Abbildstrukturen ebenfalls, dass man das braucht. Aber CCP hat da wenig Interesse, irgendwas in der Richtung zu machen. Weil das wäre eine sehr schöne Mechanik. Ja, fast auf die Minute genau. Also diese Tower hier, die haben verschiedene Laderäume. Das ist einmal der Fuel Bay, das andere ist die Strong Bay. Geht dann jeweils das Item rein. Nitrogen, beziehungsweise hier muss man aufpassen. Normalerweise kann man ja irgendwelchen Fuel in die Abwehrstrukturen reinschmeißen. Das ist egal. Muss halt einfach nur genug sein, damit halt ein Durchlauf rausgeht. Also wenn ich 120 Einheiten brauche für einen Durchlauf, müssen halt die 120 Einheiten von einer Sorte und in einem Stack im Laderaum sein von der Struktur. Weil wenn die dann auf drei Teile oder auf zwei Teile verteilt sind, dann sagt die Struktur, ja, das sind keine 120 drin, da gehe ich jetzt aus. Und einfach dann nochmal neues Stacken mit dem, was im Laderaum drin ist, und dann funktioniert es. Bei den Posttowern ist es anders. Die Posttower brauchen den jeweiligen Rassentreibstoff. Und das heißt Nitrogen, weil Nitrogenisotope das Rasseneis von Kaldari sind. Steht hier auch drin. Wichtig für die Unterhaltung von Kaldari-Kontrolltowern und auch was für ein Eis man es bekommt. Und die Blöcke braucht man dann halt für den jeweiligen Tower. Also da muss man aufpassen, wenn man sich einen Tower hinstellt, dass man auch die richtigen Fuel-Blöcke holt. Beziehungsweise, wenn ich einen Char habe, sagen wir mal, Sascha hätte jetzt, wo ein Goonswarm ist, das Bedürfnis, sich einen Tower hinzustellen. Und die sind ja unten in Delph, das ist Amar Blood Raider Geschichte. Also da ist Amar-Eis. Würde also Sinn machen, wenn man sich dann einen Amar-Tower hinstellt, weil man halt dann sein Eis selber abbauen kann, die Flugblöcke selber herstellen kann und seine eigene Versorgungskette aufgebaut hat. So, er ist geankert. Jetzt muss man hier aufpassen, dass man das Ding auf die richtigen Knöpfe drückt. Weil hier nämlich, es ist ziemlich dumm gemacht, entankern und online schalten ist genau nebeneinander. Jetzt läuft der nächste Timer ab für die Boss. Dauert wieder halt 30 Minuten, bis das Ding eingeschaltet ist. Hier sind mir die Prozesse. Früher war hier auch die Mondmining-Geschichte noch drin, hat man gesehen, wie lange der nächste Mondzyklus ist, was an der Stelle abgebaut werden kann und so weiter und so fort. Und in der Übersicht sieht man relativ spartanisch, wie lange das mitgebrachte Material reicht, also wie viel pro Zyklus verbraucht wird und wie viel drin ist. Und ich habe Strom natürlich, ich war bei 40, also ich 40 brauche nicht 400. Reicht natürlich nicht für einen Zyklus. Aber wir haben ja
Zeit, dann können wir das nachladen. So cool, dass wir auf die richtige Station, weil genau, ich habe die falsche geflogen. Ja. Wo wir gerade schon mal hier sind, wie sieht das eigentlich aus, interaktionstechnisch auf dem Testserver, die wie auf dem Live-Server, oder dürfte man jetzt hier auch quasi dürftig auf dich schießen, ohne dass Concord kommt? Da kommt auf jeden Fall Concorde, und es gibt sogar noch was Schlimmeres, was da hinten dran steht. Du bekommst dann sogar noch einen Rüffel von CCP, wenn ich hingehen würde, würde ein Ticket schreiben. Okay. Weil es extra Regeln gibt für den Testserver, die ein bisschen anders sind als auf dem Live-Server. Ist hier auch Blockpost. Hier die Qualle, damit ihr den auch noch habt. Gibt hier nämlich Regeln. Also man darf CCP und deren Helfern und anderen Spielern nicht stören. Das heißt halt, darfst halt nichts machen, was irgendwie nicht bumpen, nicht ganken, nicht beschießen in irgendeiner Weise. PvP nur mit Zustimmung. Und es schließt halt auch alle Strukturen ein. Es schließt auch die Soft ein, es schließt alles ein. Wenn du Game Master, Devs, irgendwas siehst, darfst du den nicht anhauen um irgendwelche Items. Und du darfst halt nichts machen, was halt den Server abfuckt. Du kannst also nicht irgendwie hingehen, einen Haufen Bubbles hinstellen oder einen Frachter mit einem Haufen Zeug drin sprengen oder den Markt komplett leer kaufen oder. Oder auch hingehen, und wenn ich jetzt auf einer Spielerstruktur bin und tue halt, weiß ich, 10 Milliarden Blue Eyes kompressen wollen oder so irgendwas. Das mag der Server nicht so ganz. Deswegen soll man es unterlassen. Dann halt Test-Server-Items dürfen nicht mit Geld auf dem Live-Server beglichen werden. Also dass du halt sagst, ich brauche ein Titan mal für einen Test. Wer kann mir den geben? Kann ich auf dem Test-Server normal nicht erwerben, weil Supers und Titans nicht zur Verfügung stehen. Aber wenn halt dann ein Spieler auf dem Live-Server einen hat, er kann dann dir den auf dem Test-Server geben, hat ja keinen Effekt auf den Live-Server, aber der kann dann halt, könnte sagen, ja gut, ich hätte da gerne für den Titan, weiß ich, 3B oder so. Dafür, dass ich dir den gebe auf dem Test-Server. Das ist aber nicht erlaubt. Also alles, was auf dem Test-Server passiert, muss, bleibt auf dem Test-Server, so in New Vegas, Quatsch, Las Vegas-Geschichte. Da darf keine Interaktion drin sein, auch Politik, und das wird auch alles getrennt. Und dann gibt es nochmal extra ausführliche Regeln, aber das war im Groben und Ganzen alles, was jetzt wichtig ist. MO ist das PvP-System, also da kannst du halt wirklich alles machen, was du möchtest. Außer AOE-Warp-Unterbrecher an den Gates, und das halt CCP-Strukturen halt auch nicht kaputt machen, weil wenn die irgendwas testen wollen, wäre es halt ziemlich scheiße, wenn du denen auf den Sack gehst. Und hier ist diese Soft-Geschichte: wer zuerst drin ist, dem ist das System. Ausnahme, du nimmst halt das System nur, um alle auf den Sack zu gehen. Also wenn du halt weißt, jemand will eine Sprungbrücke halt mal bauen und will halt die Jump Bridge halt ankern, und du tust halt ein System nehmen, was halt geplant war, um als Gegenseite halt zu verwenden, und tust halt das Claimen, ist halt nicht erlaubt. Was du halt darfst, ist, wenn halt beide sich einig sind, dann darfst du halt hingehen und darfst die Übernahme machen. Und dann sind wir schon mal in Server Commands. Also man kann sich mit Move Me auf dem Server hin und her schieben. Mögliche Zielsysteme sind hier gelistet. PvP-System ist quasi das, wo immer alle hocken. FD sind die Massentests. Mittlerweile entweder kriege ich es nicht mehr so mit, oder es ist tatsächlich weniger geworden von CCP, wo im Launcher dann so, hey, Massentest, Test-Server, kommt vorbei. Auf die Trade-Hubs kann man sich rüber kopieren nach Terra. Und halt in diverse Wurmloch-Systeme mit halt diversen Cs, also die Größen halt von C1 bis C6 und mit verschiedenen Effekten, um halt die Effekte durchzuprobieren. Dann kann man mit Copy Skills seine Skills rüberziehen. Geht allerdings nur, das ist diese Extraktor-Geschichte, wenn du Skill-Extraktoren verwendest, wirst du 14 Tage dafür gesperrt. Also kannst nicht hingehen, Skills rausziehen, die neben hinlegen, dann Copy Skills machen, damit er die Skills, die du auf dem Live-Server hast, mit denen auf dem Test-Server synchronisiert, sprich, die Punkte wieder draufballert. Und dann,
nochmal halt rausziehen. Also kannst du nicht unendliche Skillpunkte-Vermehrung spielen. Du kannst mit Boost Soft kannst du die Zeiten halt, die du brauchst, um Upgrades einbauen zu können, kannst du halt komplett auf 5 setzen, halt das Soft-Level, damit das halt alles funktioniert. Und du kannst, wenn du irgendwas, das ist für Neulinge interessant, wenn ihr mal rumprobieren wollt, irgendwelche Missionen fliegen wollt, habt aber das Ansehen noch nicht, dann könnt ihr mit Boost Standings, könnt ihr euch alle Standings auf plus 10 setzen und dann könnt ihr halt rumprobieren und machen und tun. Auch bei Fraktionen, wo ihr euch auf dem Live-Server halt Standing in Wind geschossen habt schon. So, das war eine Frage. Was war die andere oder war das alles? Oder ist die schon mitbeantwortet? Nö, das war es eigentlich. Und wie ihr drauf kommt, ist hier unten im Launcher ist der normale Tranquility. Und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr hier Singularity auswählen. Und dann lädt er nochmal neu alles runter, was man halt auf dem Testserver anders ist als vom Live-Server, also die ganzen neuen Inhalte. Und dann müsst ihr euch nochmal neu anmelden. Allerdings bleibt die Anmeldung dann bestehen. Ist, glaube ich, 30 Tage Token oder so. Wenn ihr euch zwischendrin nicht wieder einloggt, dann verfällt er irgendwann und dann müsst ihr euch halt auf dem Testserver nochmal neu anmelden. Aber ihr müsst nicht, wenn ihr euch hier also auf dem Testserver angemeldet habt, müsst ihr euch nicht dann auf dem Live-Server nochmal neu anmelden, sondern die laufen parallel. Ich sag gleich dazu, wenn ihr auf dem Desktop was macht, seid nicht auf dem Live-Server gleichzeitig online. Wenn ihr durchs Bild hin und her switcht, in den anderen Client reingeht, irgendeinen Mist macht, weil ihr halt denkt, ihr seid auf dem Testserver und es ist der Live-Client, macht euch komplettes Spiel kaputt. Also lieber nicht machen. Immer entweder oder, habe ich auch momentan. Ich bin nur mit einem einzigen Char gerade eingeloggt und der ist auf dem Testserver. Damit da kein Upsala passiert. Ich wollte noch Strand haben. Oh, das nervt, wenn der Char keine Kohle auf dem Privatwallet hat. Ich vergesse den Testserver tatsächlich irgendwie immer. Also ich habe hier, war ja auch gerade, als ich eingeloggt bin, noch in der Abyssal-Gilla, weil ich jetzt auch mal hin und wieder mal die Abyssals getestet habe für Dinge und sowas. Skills. Aber ich nutze das eigentlich viel zu selten. Und das ist eigentlich schade, weil du kannst halt damit sehr viele Sachen ausprobieren. Du kannst auch Events halt rumprobieren, wenn du halt jetzt unsicher bist. Reicht das Feeling für den Event? Ist eigentlich schade, aber ja gut, dann machst du es halt. Aber du kannst halt das Fitting, selbst wenn du relativ neu bist, Problem, wie gesagt, oder was erwähnenswert ist, wenn ihr ganz neu seid, euer Char ist wirklich 5 Tage alt, dann gibt es euch auf dem Testserver noch nicht. Also dann seid ihr nicht existent. Es ist immer, auf dem Testserver sind immer nur die Chars, die bei der letzten Serverspiegelung auf Tranquility waren. Das heißt, es kann halt teilweise dann 2, 3, 4 Monate dauern, bis ihr als ganz neuer Spieler überhaupt auf den Testserver draufkommt, weil euer Char einfach nicht existiert. Das sei dazu gesagt. Aber und Passwort ist dasselbe Problem. Man kann halt mit den Befehlen nicht viel machen. Hey, die haben Heck rausgenommen. Sauerei. Ich könnte Heck springen, weil Heck relativ nah ist. Boah, die haben nur Renz noch drin. Sauerei. Also man kann mit diesen Befehlen, kann man sich dann durch die Gegend hüpfen. Und wäre natürlich Heck geiler gewesen, weil es halt das Nachbarsystem ist. Und kann dann halt in verschiedenen Regionen rumtesten. Hier ist nochmal die Liste. Und Terra ist halt oft ein System, wo viele Leute rumhängen, auch auf dem Testserver und MO genauso.
Wer auf dem, im Real Life oder auf dem Live-Server noch nie in Terra war, kann auch gerne mal da auf den Test-Server drauf gehen. Wer die Sightseeing-Tours, die wir ja auch gemacht haben, die Wandertag-Einträge sind ja im Blog drin. Also, dass man durch Galente, Minmata, Amar, Kaldari Space fliegt und sich halt die ganzen Landmarks anschaut. Wem das auf dem Live-Server zu unsicher ist, kann es auf dem Test-Server machen. Das ist komplett identisch. Das ist halt dann 2000% safe. Weil da darf euch keiner wegschießen. Da müsstet ihr schon Ja sagen, damit er euch wegschießen darf. Und da kann man halt dann, hat man relativ viel Zeit und kann dann auch schöne Screenshots machen und die dann im Waldeck-Discord zum Beispiel unter EVE-Art reinballern. Man hat dann die Chance, dass die als Hintergrund bei Frank auftauchen. Wie ihr seht, ist mein Hintergrund von den Start- bzw. von Pause und auch vom Ende der Hintergrund vom Heimatar-Metropolis, also vom Minmatar Space der Hintergrund. Was hier so außenrum zu sehen ist, das ist eigentlich ein normales Bild, was aber dann im Raum als Kugel dargestellt wird. Und das habe ich dann als Bild, kann man rüber glitschen. Das ist dieses Bild hier, das ist dann einfach im Spiel eine Kugel. Und eigentlich ist es halt viereckig. Und die gibt es halt für alle Regionen. Das ist eigentlich relativ geschickt, dass ich so lange fliegen muss, weil der Tower braucht ja noch Ewigkeiten, bis er eingeschaltet ist. Dann können wir mal dich mit der Post wegkatapultieren. Ist auch eine Sache, wo wir mal rumgespielt haben früher immer. Im Force Field dürfen nur Leute sein, die quasi die Erlaubnis haben. Und dafür muss man in sein Schiff. Wo genau ist es? Ach, jetzt ist es weggeglitscht. Muss man in sein Schiff hier Enter Force Field Passwort, das Passwort eingeben. Wenn man kein Corp-Member ist, und dann kann man immer noch reinfliegen. Kommt dann jedes Ding, kann man Passwort eingeben und dann darf man rein. Wenn jetzt jemand, der die Berechtigung hat von dieser besitzenden Corp, das Passwort ändert und man steht mit einem Schiff drin und Passwort wird halt geändert, dann wird das Schiff aus der Post rausgeschossen, rausgebumpt. Teilweise sehr schnell, deutlich schneller als die Schiffe fliegen können. Und das ist so eine Spielerei, die früher häufiger verwendet worden ist. Geht so lange gut, bis ein Supercarrier reinkommt und dann kurz drinsteht, weil er gerade aus einer Mission leicht glühend geflüchtet ist. Oder ein Titan für die nächste reinkommt und dann in der Post sich safen möchte und dann wird gerade das Passwort geändert und der Titan schrägstrich super wird gerade rausgeschossen. Freuen sich natürlich alle drüber. Haben also richtig Spaß, weil natürlich das maximale Risiko, was du so haben kannst. Ich hoffe, du stehst noch an der Post. Jo. Was hier cool ist, Nakugat Moon 1, hier ist halt nebendran noch eine Cosmos-Site mit auf dem Grid. Und wenn man es komplett übertreiben wollen würde, könnte man hier als Korb dann auch noch eine Moon-Mining-Struktur hinstellen. Und dann wäre halt hier alles vollgestellt mit Zeug. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich keinen Small Tower genommen habe. Der wäre viel schneller aufgebaut.
wenn ich immer vergleicht, ist das bei Groß, Mittel, Klein sind die Werte alle identisch. Was sind wir hier? Verankerung und wo ist es? Onlining? Onlining ist identisch. Hier, Nummer 30 Minuten. Und der Small Tower, der ist halt in der Viertelstunde komplett aufgestellt. 7,5 Minuten fürs Angang, 7,5 Minuten fürs Einschalten. Das ist also, wenn man mal eben irgendwo einen Unterschlupf braucht, nimmt man sich einen Blockade Runner mit, bisschen Stront, bisschen Fuel Blocks, den Tower eingepackt. Der ist auch nicht groß, er hat 2000 Kubikmeter. Fuel für 2-3 Stunden, ein bisschen Stront, damit der Tower nicht sofort, wenn er beschossen wird, ausfällt, sondern erstmal reinforced geht. Weil dann kann man die Op immer noch beenden, seinen Ausflug, ohne dass die Schiffe draufgegangen sind. Und die sind halt relativ günstig. Also Large Towers bei 300 Millionen, 400 Millionen, so irgendwo, je nachdem, was für einer, welche Region. Und die Small sind halt bei 100 Mille. Werden die nicht bald entfernt oder hatte ich da irgendwas falsch verstanden gelesen? Oder ja, entfernt? Also vor langer, langer Zeit, als Eve noch anders war und Spaghetti Code das große Thema war, waren die Possen halt für alles zuständig. Du hast drin geforscht, du hast drin gebaut, du hast diverse Hangar dran geballert, du hast Waffen außen rumgestellt, du bist deinem Gegner mit tierisch auf den Sack gegangen, du konntest, das ist übrigens was sehr Cooles, du kannst, wenn dein Gegner auf der einen Seite von dem Force Field steht und das beschießt, kannst du auf der anderen Seite mit Logistik stehen und uns gegenreppen quasi. Das macht dann diese ganze Postmechanik halt ziemlich ätzend, weil du musst halt nicht irgendwie 15 Minuten den Gegner dran hindern zu schießen oder genug Schaden drauf zu bringen, sondern der Gegner kann halt immer schießen, du kannst aber auch immer reparieren. Und dann geht es halt im Endeffekt nur darum, wer hält länger durch oder welche DPS-Flotte kann die andere vertreiben, um dann die Logistik halt wegzuschießen, beziehungsweise damit halt der Tower nicht wieder aus dem Reinforce kommt. Weil der muss dann sein Schild wieder aufladen, damit er wieder funktioniert. Beziehungsweise muss halt händisch aufgeladen werden per Remote-Trap. Und dann ist die CP hingegangen und gesagt, ja, die Mechanik ist doof. Wir führen jetzt Strukturen ein für alle die Dinge, die halt eine Post kann. Und dann haben sie erst die normalen Zitadellen eingeführt, als quasi Baumhäuser, Vorposten bis halt zur Keepster, wo du halt alles als Mainstaging für eine große Allianz und alles reinpacken kannst, inklusive Super und Titan. Dann kamen die Industrie-Zitadellen mit der Sortie halt für Escape-Bau als große Änderung, dass sie halt nicht mehr in der Post gebaut werden mussten, sondern weil da war halt dann ein Modul, wo halt riesengroß dann halt ein Captain gebaut werden konnte. Auf der Sortie ist halt alles parallel x-fach möglich. Hat auch nicht unbedingt gut getan, dass da so viele gebaut werden konnten. Weil ursprünglich, also ganz ursprünglich, war mal geplant, dass du auf der Sortio halt nur so viele Schiffe bauen kannst, wie die hier hinten Slots hat. Sieht das mal größer, weil die hat nämlich auf jeder Seite, die nämlich hier nur drei Buchten. Hier drei und hier drei. Und das war der Plan, dass halt in jeder dann du von außen sehen kannst, wie weit der Bau von dem Super oder von dem Titan halt ist. Was man sieht, ist das ist immer größer, wird immer weiter fertig und dann wäre das Schiff dann auch da rausgekommen. Wurde nie umgesetzt, diese Änderung oder diese Idee. Die kommen halt einmalig da raus und dann müssen sie halt gucken, wie sie angedockt, wo sie wieder andocken können, weil auf das solche können sie gebaut, aber nicht angedockt werden. Müssen dann auf die Keepster oder halt eben in eine Post rein, weil die Post hat diese Mechanik, dass er halt einen geschützten Raum bietet, auch wenn sie sonst nicht mehr so arg viel kann. Und dann kam noch die Raffinerie mit Moonmining und dann wird auch Moonmining dann in den 05er-System im Highsec, was wir ja auch exzessiv genutzt haben. Und der lange Plan war halt, dass halt die Tower rausfliegen komplett. Dann gab es noch
Strukturen, die halt nicht umgesetzt worden sind, weil es hat geheißen, es gibt nicht nur die Produktionsstrukturen, also diese Engineering Complexes, sondern es gibt wirklich dediziert, könnt ihr mal googeln, es gibt Bilder davon noch, Forschungsstrukturen, die komplett anders ausgesehen haben und halt die Produktionsstrukturen, die wir jetzt halt als Engineering Complex kennen. Und es war halt auch ursprünglich geplant, dass halt Forschung und Industrie halt getrennt ist, dass es verschiedene Strukturen braucht, wo auch die Boni dann einzeln draufgepackt sind. Ich würde sagen, viel Spaß in der Nachtschicht. Je nachdem, was du zu tun hast, das ist vielleicht kein guter Wunsch. Aber schön, dass du da warst, Cyborg. Ja, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Und dann sollten halt die Possen raus. Und als Ersatz für die POS als Super Capital und Titan Struktur sollte dann eine Mooring Plattform kommen, was im Endeffekt halt auch nur ein Stift war, so wie halt der Post Tower, wo du aber dann halt deinen Super, deinen Titan halt rangeflogen oder dranfliegen konntest und dann war er halt fest verankert. So ähnlich wie halt Siege oder Capital, Capital, Indukor oder was gibt's noch? Triage, genau. Das sind die Möglichkeiten, wie du dein Schiff festtackern kannst. Oder Bastion-Modus für die Leute im High-Sec sind mit Marauder. Also sowas ähnliches, dass das Schiff nicht mehr bewegt werden kann, es ist halt fest an dieser Struktur halt verankert. Und um halt dem Schiff schaden zu können, musst du im Endeffekt die Struktur, die halt in der Mitte steht, halt wegschießen. Und das haben wir halt geplant, dass es zwei verschiedene Größen gibt. Medium und Large. Und halt X-Large wäre halt an die Keepstar gewesen. Wobei es nicht zu verwechseln ist mit den Zitadellen, sondern das war eine Zusatzmöglichkeit halt einfach, um noch für kleineres Geld, sage ich mal, diese Parkposition halt zur Verfügung zu stellen. Problem war, diese Verankerung hat nicht funktioniert. Die Schiffe sind immer wieder da weggebrochen, waren irgendwo anders, sind durch die Gegend gebammt. Also es hat halt nicht funktioniert, dass dieses Mooring, also dass die Schiffe dieses Mooring halt wirklich gemacht haben. Die waren halt immer irgendwo. Und es gab auch so ein bisschen Mimimi, das ist aber nie so offiziell richtig laut geworden, dieses Mimimi. Weil halt die großen Allianzen, die eben diese großen Flotten hatten, dann gesagt haben, so, wenn du halt an so eine Struktur nur 10 oder 20 von den Schiffen drankriegst, je nachdem wie groß die ist, dann brauchst du halt eine Unmenge von diesen Strukturen. Also du kannst halt in so einer Post, kannst mal hingehen, fliegst mit dem Schiff rein und dann lockst du dich da aus und wenn du halt, dann bist du halt weg. Aber wenn du dich wieder einloggst, kommst du wieder im Safe and Force Field raus. Also dann kann dir halt auch keiner was. Und du bist halt sicher. Du brauchst aber halt dann auch, kannst halt nicht 10.000 Titans mit der gleichen Post auslocken, weil die halt dann ausgelockt weg sind. Also es ist halt dann, spielt halt keine Rolle, wie viel du da hast. Also theoretisch bräuchtest du halt pro Allianz einen Post Tower, small, und dann wäre alles safe. Wird zwar bei einigen Titans ein Stück rausschauen, aber gut. Aber es wird funktionieren. Also funktioniert das halt mit den, oder hat es mit den Mooring-Plattformen nicht funktioniert. Und da ist es halt von der Programmierung her nicht auf die Reihe gekriegt haben, haben sie dann halt diese ganze Geschichte eingestellt und halt quasi so Schwamm drüber, die Tower bleiben jetzt einfach und sie werden zwar irgendwann abgeschafft, aber also ich rechne damit nicht mehr, dass sie abgeschafft werden. Sie werden vielleicht mal, dass es nur noch Small Tower gibt oder so irgendwas oder nur Online, damit es halt nicht mehr so viele gibt oder die Geschmacksrichtungen werden begrenzt, weil wenn du halt hier im Markt anschaust, es gibt halt echt viele, weil jede Rasse hat halt drei Stück und dann gibt es halt noch die extra Geschmacksrichtungen, wo jede Faction halt dann teilweise fünf von den verschiedenen Towern hat, teilweise sechs. Also da ist halt echt viel unterwegs. Also hast hier Serpentis, die haben drei Tower und Shadow Serpentis haben auch nochmal drei Tower und Galente hier oben haben auch nochmal drei Tower. Das ist also allein mit dem Galente als Basis hast du halt neun Tower, die halt mit der Mechanik unterwegs sind. Also dass das halt reduziert wird, kann ich mir durchaus vorstellen, aber dass die komplett rausfliegen, da muss eine Ersatzmechanik kommen. Weil sonst könnten halt sehr viele Super Capital und auch normale Capital Piloten halt ihr Schiff nicht unterstellen. Weil es halt sehr unpraktikabel ist, wenn du in irgendeinem bestimmten System im Ratten bist und musst dann halt irgendwie 6-7 Sprünge durch ein Gate oder halt mit dem Sprungantrieb in dein Ratting-System halt erst reinhüpfen.
Beziehungsweise, wenn du fertig bist, halt dann zurückhüpfen und du hast halt keine Möglichkeit, während des Raddings dir irgendwo die sicher hinzustellen. Weil du halt einfach dich in jedem System eine Vorlinie hinstellen kannst. Also es gibt Allianzen natürlich, die das können. Es gibt auch Allianzen, die können über eine Keepstar hinstellen. Aber viele kleinere Allianzen können es halt nicht. Und das ist halt die Basis, nach der die Spielemechanik Gott sei Dank momentan noch gestaltet wird. Mit dem Strontium, was hier drin ist, wird, wie gesagt, schon, wie schon gesagt, ist der Reinforcement Timer halt beeinflusst. Und oh, ich bin schon ein bisschen raus aus dieser ganzen Geschichte. Das sieht man dann hier, wie lange der läuft. Das heißt, je nachdem, wie viel Stront ich hier reinpacke, ändert sich die Zeit, die ich hier hinten habe. Und da der halt volumentechnisch begrenzt ist, also mehr als 50.000 gehen halt nicht rein und er braucht pro Stunde 400, kann man halt dann, da gibt es halt nur eine maximale Anzahl Stunden, die er halt dann online stehen bleibt. Oder die halt dieser Verstärkungsmodus dauern kann. Aber man kann natürlich auch den kürzer machen, also weniger reinschmeißen. 6 Stunden zum Beispiel. Weil es meist dann ausreicht, um dem Gegner halt dann gerade die Zeitzone halt zu killen, dass sie halt kommen, angreifen und dann damit rechnen, dass am nächsten Tag, also 24-Stunden-Timer, dass am nächsten Tag dann drauf schießen können. Und dann kommt halt 6-Stunden-Timer. Und wenn es halt werktags ist und die sind halt abends um 8 engagiert und haben da rumgeschossen eine Stunde, 6 Stunden später bist du halt nachts. 1, 2 Uhr, je nachdem, wie genau der Timer dann halt rauskommt. Nee, stimmt nicht. Ich um 8 schieß, bin ich um. Ich bin 2 unterwegs. 2, 3 bin ich dann schon. Also ist halt sehr unsexy, dass dann der Gegner noch Numbers bekommt. Und da kann man halt dann umstellen. Oder du machst halt einen 12-Stunden-Timer oder wie gesagt, je nachdem, wie viel Stront drin ist. Bleibt dann halt dieser Verstärkungsmodus halt aktiv. Hier sieht man die Resistenzen. Das haben die neuen Strukturen auch nicht. Man kann bei den Towern kann man die Resistenzen einzeln als Modul dranhängen. Also die haben eine Grundresistenz, das ist das, was man jetzt hier sieht. EM0, Kinetik 25, Thermal 50 und Explo 0. Und dann gibt es Module, die halt diese Werte halt hochgepumpt haben. Lass mal gucken, wo die sind. Shield Hardening Array heißen die. Das hier ist das Ballistik. Das macht den Kinetikschaden. Resistenz 25%. Das war da meistens so, dass man je nachdem, was für einen Bonus da halt schon, also dieses rassenabhängig, diese Stückelung, wer wie viel Prozent. Und dann war es meistens so, dass man den Kaldari halt dann einen Ballistik dran gemacht hat, da war es eben Pi mal Daumen 50. Stacking mal, das waren dann irgendwie 48, verquetscht. Ne? Hallo, Username 75. 1975, sorry. Und hast dann halt noch EM und Explo, die dazu geballert. Zwei Module. Und Thermal war halt eben bei 50% und dann warst du halt quasi fertig. Und den Rest hast du halt mit Waffen aufgefüllt. Hier sieht man auch, was für Fähigkeiten da noch waren. Gab es auch früher schon Compression Arrays, Corp Hunger Array, gibt überall drin, ist immer noch, weil man kann immer noch Corp Hunger dran packen. Bridge, Jammer, Beacon, das Labor, da haben sie auch vor zwischenzeitlich was geändert gehabt, weil die ursprüngliche Mechanik war, jedes Labor, was du dran packst, hat 6 Slots. Das heißt dann, du hast dann für den Tower hast du dann halt möglichst viele Labore dran geballert. So viele wie halt der Tower ausgehalten hat. Der war dann auch mit einer Art von Kalibrierung mit Power Grid und mit CPU und die Module haben dann unterschiedlich viel hier verbraucht. Und dann hast du halt eine bestimmte Anzahl von den Laboren dran packen können an die POS. Und dann ist CCP halt hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr über die Labore. Das heißt nicht, wer, wie wir in dem Fall, 3 Tower mit All-You-Can-Labor im All stehen hat, hat halt viele Slots, sondern derjenige, der halt viele Chars hat, die halt dann geskillt sind. Öffnen wir mal was Neues.
Hier möchte ich hin, wo es immer. Science. Hier. Advanced Laboratory Operation und normales Laboratory Operation, die halt jeweils einen Slot geben, dass man maximal auf 11 Slots kommt, die HR. Und das war dann halt die Begrenzung, dass du pro Account halt 33 Jobs bekommst und halt nicht mehr über möglichst viele Tower die Produktionsjobs halt bekommen hast. Und da waren halt die verschiedenen Labore. Also manche waren halt für Invention, die waren hier für Materialeffizienz, das war die Experimental, das war das fürs Reverse Engineering, also die Invention. Und Design war halt Kopieren und Invention. War dann komische Stückelungen. Hier ist Moon Mining Array, Moon Harvester. Also das war früher komplett passiv. Es stand dann Richtung Mond gerichtet und hat hier, sieht man so ein bisschen, Mondschlotze angesaugt und dann über verschiedene Module ist es dann verteilt worden. Diese Reaktoren hier, die standen dann halt außen rum, haben damit Coupling Arrays verbunden werden müssen. Wenn du ein anderes dran gebaut hast, hast du dann umstellen müssen. War super unsexy, die Mechanik. Ich weiß noch, wie das Geschrei groß war, als das Mondeinkommen von passiv auf aktiv geändert worden ist. Ja, weil halt viele Low-Sec-Piraten haben halt einfach die Tower erobert und haben dann halt drei Leute gehabt, die halt dann die Kohle gemacht haben. Und hier ist das Coupling Array. Das hast du dann zwischen reinschalten müssen, damit dann die zwei Reaktoren verbunden waren. Und war die Zeiten hier, dieses Onlining und das Verbinden und was, das war halt, vorher waren das irgendwie mal eine Minute oder so. Und hast du halt jedes Mal eine Minute warten müssen, bis du es umstellen konntest. War auch riesen Hickhack, als es geändert worden ist. Verschiedene Laderäume, verschiedene Silos. Also da ist halt extrem viel noch an Code da. Das ist relativ früh rausgeflogen, dieses Scan-Array, weil es relativ OP war. Steht auch hier drin, dass es zurückgekauft wird. Steht bei den meisten Modulen mittlerweile drin, weil sie nicht mehr funktionieren. Und das Einzige, was halt funktioniert, sind halt die Waffenbatterien und die Hardener. Die gehen halt immer noch. Und du kannst halt immer noch richtig eklige Sachen damit machen. Wenn du hier die Ivor-Sachen hier reinziehst, da kannst du halt verschiedene Sensorstärken-Jammer halt reinpacken. Kannst einen Dämpfer reinpacken, der halt einfach komplett dem Gegner die Aufschaltungsreichweite wegnimmt. Also da ist halt ganz viel Webber, Warp Disruptor, Warp Scrambler. Die sind dann auch immer, also du hast den Skill gibt's noch. Der hat auch die gleiche Funktion noch, aber den Skillen die wenigsten. Muss gerade mal gucken, wo der war. Structure Management. Das ist dieser hier, Starbase Defense Management. Und mit dem kann man pro ein Level kannst du eine weitere Waffe halt kontrollieren. Das heißt, du kannst halt maximal 5 von diesen Sachen halt kontrollieren. Du kannst auch mit mehreren Leuten halt dem Gegner auf den Sack gehen dann. War dann der Job des Postgunners, war die unbeliebteste Position, weil du halt nie auf den Killmails drauf warst, weil es halt immer nur die Post war, beziehungsweise ganz am Anfang hat die Post keine Killmails generiert, sondern es war halt dann einfach nur, war der andere tot und die Post war gar nicht drauf. Und da gibt es halt auch zig verschiedene Versionen, habe ich auch noch einen Haufenweise von diesen Faction-BPCs rumliegen, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal auf irgendwas Gescheites geändert werden. Und ihr seht auch hier ein relatives Missverhältnis zwischen dem, was es halt an normalen Modulen gibt und was es halt in Faction gibt. Kann aber noch gebaut werden. Neutralizer-Batterie, richtig krass. Einmal in normal und viermal in Faction. Und die Waffensachen hier, da waren auch richtig interessante Dinge. Sascha, kennst du dich mit Waffen aus an der Post? Nee, gar nicht. Gar nicht? Also ich weiß, dass die auf mich schießen. Das. Okay. Aber ich habe nie eine Post gehabt oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt hier sage Small Artillery kenne, was würdest du für Munition reinpacken? Also Projektilmunition ist klar, aber was für eine Größe? Ja. Weiß ich nicht, X-Large? Medium. Okay. In Small kommt Medium-Munition rein, in Medium
kommt Large Munition rein und in Large kommt X-Large Munition rein. Und wer jetzt zum ersten Mal eine Boss aufstellt und zum ersten Mal Munition gekauft hat und darauf nicht geachtet hat, da steht dann wieder falsche Munition vor der falschen Batterie. Und das ist nicht nur bei Projektilwaffen so, das ist überall so. Das ist auch bei den Raketen so. Das ist so hier. Wo ist das Ding jetzt? Das ist bei den Raketen anders gewesen. Ich glaube, die waren auch falsch. Das soll X-Large-Torpedos reinpacken müssen. Genau, hier ist es X-Large. Oder waren die Torpedos? Nee, die Torpedos und die Cruise Missiles war das Einzige, wo es funktioniert hat. Und bei den Lasern und bei Hybrid und bei Projektil war alles kreuz und quer. Hier ist wieder Large mit X-Large-Munition. Medium ist auch wieder Large drin und Small ist halt Medium. Der Herr Delf könnte aber auf den TS kommen, ein bisschen über Postcode und Spaghetti-Code und so ein bisschen fachsimpeln. Wir sind nämlich von Rockwall zeigen, sind wir nämlich komplett abgekommen und haben jetzt hier alles Mögliche besprochen, was eigentlich nichts mit zu tun hat. Und wie ihr seht, ist Sascha hier gerade auf dem Weg ins Nirgendwo. Ja, mit zarten 7000 Meter die Sekunde. Fliegst du immer noch, oder? Ja, ich bin langsamer. Ja, also ich habe jetzt das... Vielleicht soll ich stehen. Du kannst über Ping warpen, dann kannst du mal hier über Enter Force Field Passwort, kannst du mal Hamster eingeben mit großem H am Anfang und dann kannst du auf den Post Tower hier auf den Stick drauf direkt drauf warpen. Wir sind auf dem Testserver bei also bei Nakugan, wenn du Bock drauf hast, hier auf dem ein bisschen rum zu Testservern, kannst du auch im Spiel dazukommen. Gerne auch jemand anders. Also wer mal gerne einen Dreadnought ausprobieren möchte, kann natürlich gerne auch mal hier sich im Highsec einen Dreadnought holen und dann eine Blockade fliegen zum Beispiel. Also mit einem Horde Red, also mit kleinen Waffen geht das. Kann man ziemlich verrückte Sachen machen. Hier gibt es halt die ganz wichtigen Haken hier, dass man Corp-Member die Benutzung erlaubt, ohne dass sie das Passwort kennen müssen. Und diese Kalendereinträge. Bin ich mir nicht sicher, ob die automatisch gesetzt werden, weil es war eine Zeit lang nicht so. Und wenn du hier keine Benachrichtigung, wenn der Treibstoff ausgeht, beziehungsweise keinen Kalendereintrag, wenn der Treibstoff ausgeht, vergessen hast, dann ist es ein bisschen blöd. Was man hier auch sieht, das Force Field ist nicht bei 100%. Also das ist jetzt gerade bei 51, weil wenn der eingeschaltet ist, ist er nur bei 50 und lädt sich dann über die Zeit auf. Das heißt, der Wert, der unter Info steht, das ist nicht das, was ihr am Anfang haben werdet. Also der hat jetzt hier 25 Millionen HP und nicht 50 oder irgendwas knapp drüber. Habt ihr da Fragen zu oder denkt ihr sich, oh Gott, alter Mann, erzähl was Interessantes? Kommt gerade kein Feedback von euch, ein bisschen schwierig. Ach, also, du hast einen Kasernen-Laptop, ist da mit Röhren noch, wo die Röhren erst warm werden müssen? User joined your channel. Hallöchen, Popöchen. Ein Phase Delf, hallo. Ich
bin posttechnisch wirklich so ein bisschen unfähig, dadurch, dass das G-Soll immer übernommen hat und ich selber mir nie eine Post gestellt. Ich glaube doch, ich habe mal versucht, mir eine zu stellen, aber da hast du noch diesen ganzen... Magst du noch diese Katas? Ja, genau, die Frosty Katas brauchst die normalen Few Blocks in Wars Strontium. Und also Stand zumindest um es im Highsec aufzubauen, im Lowsec und im Null oder im Wurmloch brauchst du halt nur die Fuelbox und Stront. Wobei Stront halt optional ist, aber immer dringend zu empfehlen, damit das Ding halt Reinforcement-Timer hat. Ich glaube, Stanley also, braucht man früher noch. Also immer mindestens 400 Einheiten reinpacken. Mhm. Aber wir können wir was anderes zeigen. Nee, mag nicht Konto. Aber die wären echt attraktiv, wenn man noch Sachen dran machen könnte, weil das tut sich halt keiner an heutzutage. Du kannst ja Sachen dran machen. Noch in Wänden und so weiter? Nee, oder ist nicht mehr? Ach so, nee, sowas nicht, aber du kannst okay. halt mit diversen Hangar Arrays kannst du hier kannst du dran packen. Ja, genau. Sind die im Wurmloch abgeschossen werden und dann ploppt irgendwas raus. Also das sind die verschiedenen Hangar Arrays. Das kann man noch machen. Wir können jetzt hier mal noch. Schon ewig nicht mehr. Ich habe noch unter einer Post gerattet damals, aber das ist auch schon Ewigkeiten. 2009 oder so. Noch das hier dran. Waffen ist langweilig, weil Waffe ist genauso wie Energy Neutralizer, nur dass man noch Munition reinpacken muss, damit es funktioniert. Die machen auch nicht, die sind halt nervig abzureißen, aber die machen nicht so viel. Ja, vor allem, weil man die Gegenseite noch reparieren kann. Das ist so das Größte. Das war auch eine meiner ersten PvP-Erfahrungen, dass wenn dann Post im Lowsec verteidigt haben, die angegriffen worden ist, dann die ganze Zeit im Kreis rumgeflogen sind und wir repariert haben und also ich damals noch nicht, weil ich konnte es noch nicht. Ich war damals, glaube ich, auf Thrasher-Level oder nee, Rifter-Level, das war Rifter-Flotten war das. Ich bin in Rifter geflogen und da halt ewig rumgemacht, unsere Logistiker halt den repariert, immer geguckt, dass er genau auf der anderen Seite war von der DPS-Flotte vom Gegner und dann haben die halt versucht, da irgendwie Leute reinzukriegen, damit die halt in unsere Logistik reinfliegen konnten und ich war am Ende so genervt, dass als das Post umgekehrt, wir haben angegriffen, wir wollten abreißen, genau so war es. Die haben uns angekackt gehabt, Tage vorher und dann war die Angriffsaktion so rum war. Weil ich habe nämlich dann den Postgunner noch gekillt. Der ist uns immer eine Stunde auf die Eier gegangen, mit ständig E-War reingemacht, dann wird er mit Waffen geschossen und so. Und dann habe ich den Postgunner gekillt, der war komplett perplex. Also das Force Field weg war, hat er gar nicht gerallt, dass das Force Field weg ist, weil es dann gestorben. Genau, und die Korb wird durchs Stellen einer Post kriegsberechtigt, wie bei allen Strukturen. Ist auch wichtig, dass ihr, ich hoffe, es funktioniert hier auf dem Test-Server genauso, dass ihr unter Details, dass ihr hier den Strukturtransfer auf Ablehnen gestellt habt. Also der muss immer auf Ablehnen sein, weil wenn jemand hingeht und hat richtig Langeweile und will nicht auf die Eier gehen und Schiffe wegschießen, also nicht irgendwie was kaputt machen, sondern einfach nur die Schiffe wegschießen und euch beim Minen oder so auf Nerven, dann gebt ihr euch einfach eine Poco, die in einem Wurmloch steht, und schiebt die euch rüber und wenn ihr das auf Annehmen habt oder auf Offen habt, dann bekommt ihr irgendwo random eine Poco, die irgendwo in einem Wurmloch steht. Im C1-Wurmloch oder so halt kommt ihr nie hin, müsst ihr dann euch den Zugang selbst erscannen, um eure eigene Poco wiederzufinden und die dann eventuell sogar selber kaputt machen, damit halt der Krieg aufhört. Also da ist halt richtig, richtig Arsch hinten dran. Deswegen immer gucken, dass es hier auf Ablehnen ist, weil sonst könnt ihr euch halt den Krieg einfangen, indem euch jemand eine Struktur schenkt. Eine Struktur für 100 Mille mal eben dem anderen zu schenken und dem dann einen Krieg zu schicken, der ebenfalls 100 Mille kostet, ist für den Highsec-Piraten die kleinste Übung. So, ich habe jetzt mal hier den Korbhanger dabei, der muss dann abgeworfen werden, landet dann hier als klitzekleines Päckchen. Nicht die Info angucken. Also ein klitzekleines Päckchen, die sehen alle ähnlich aus. Das ist immer so eine Kugel mit ein paar Containern außenrum. Und ist entankert. Und wenn man jetzt das Ding ankern möchte, bekommst du so einen Kasten. Und diese Art von Struktur darf nur im Forcefield sein und die kann dann nur auf so immer nur in eine Richtung verschoben werden. Also entweder dahin oder dahin oder dahin. Also nie irgendwie durch die Diagonale. Sondern
Kannst halt raussuchen, wo du es haben willst. Mal hier ein bisschen weiter rüber. So. Dann klickst du hier und sagst hier verankern. Dann sagt er, ist zu nah am Post-Tower. Eigentlich ist da genug Platz. Probierst du das Stück weiter drüben. Mach mal hier hin. Hat funktioniert. Dann ankert das Teil. Wie gesagt, Gott sei Dank mittlerweile in 5 Sekunden, nicht mehr in der Minute, weil das war Beschäftigungstherapie. Und dann muss man es noch einschalten. Und sobald die eingeschaltet sind, verbrauchen sie halt Ressourcen vom Tower. Das sollte man auch bedenken. Weil wenn die offline sind, verbrauchen sie nichts. Erst wenn sie verankert und eingeschaltet sind, verbrauchen sie die Ressourcen vom Tower. Also PowerGrid und CPU, was hier angegeben ist. Und das ist jetzt Korbhanger. Wer jetzt fragt, was ist der Unterschied zwischen einem Korbhanger und einem Personal Hanger? Korbhanger ist A, viel älter und B, hat ein Korbhanger die normalen Korbbüros, die du halt auch auf einer Struktur oder auf einer Station oder so haben kannst. Personal Hanger ist im Endeffekt ein Laderaum für den Spieler. Also weil jeder einzelne Spieler von der Korb nochmal sein eigenes separates Abteil hat und sein Schambel reinschmeißen kann. Problem an der Geschichte ist natürlich, wenn du ein paar Tage nicht da warst, Wochen, und hast nicht mitbekommen, dass die Allianz oder Kopfführung geschrieben hat, wir reißen die Post ab, wir entankern die Struktur, wir nehmen die offline, und hast dann noch Schambel drin gehabt und jemand geht hin, schaltet das Ding aus, entankert, dann ist der ganze Grütz, der von dir drin war, kaputt. Freut man sich natürlich drüber. Gleiches bei Korbhanger. Korbhanger entankert, ausgeschalten, alles weg. Und das hier geht nur außerhalb. Und das macht die ganze Sache jetzt noch unsexierer, weil wie ihr seht, sind wir hier in dem Bereich, wo du halt nicht mehr richtig gucken kannst. Also du bist halt jetzt hier und musst da oben irgendwas hinballern. So ein Gefrickel, diese ganz und dann vor allem, oh Gott. Ja, du musst halt vor allem musst du halt dieses Ding halt treffen, was dann da irgendwo in der Wallerei ist. Die zweite Struktur ist jetzt einfacher, weil da kannst du halt die Dinge gehen, klickst halt hier hin und guckst halt da und wenn du das nächste neben dran stellst, dann kannst du halt dann quasi mit der Sicht arbeiten. Wenn ich jetzt hier noch ein paar außenrum mache, ist es einfacher, aber die erste Struktur ist halt richtig scheiße, weil du halt ewig weit weg bist. Und das ist halt der Korbhanger mit der normalen Aufteilung, die ich halt habe. Hier ist Frank übrigens immer noch drin. Wird auch so bleiben. Dann immer der Schambel, den ich ihm geben möchte, und dann nur da drin. PPCs, Material, Schiffe. Das haben wir jetzt ähnlich im Lüstchenkartell auch. Und ein Personal Hanger ist halt einfach nur 50.000 Kubik für irgendwelches Geraffel von mir. Aber halt jetzt von dem Char Freemesh. Nicht von allen meinen Alt, sondern nur von dem einen Char. Und es gibt auch nur eine ganz allgemeine Warnung von wegen so, wenn du das Ding jetzt hier ausmachst, dann ist halt irgendwas kaputt, aber er sagt halt nicht von wem. Das ist dann halt ein bisschen Ratespielchen. Und du hast ja ein Fenster, oder? Wo du die einzelnen Dinger, die du aufgestellt hast, oder musst du jedes einzelne Ding anfliegen und oder gibt es da ein UI-Window? Nee, das UI-Window ist, wenn du hier auf den wenn du es schaffst, auf den Post-Tower zu kommen. Mhm. Du musst hier auf den Tower und dann hier auf Manage und dann siehst du, was hier außen rum ist. Und du siehst auch, wie lange es braucht zum Ein- und Ausschalten und wie viel hier von dem Verbrauch ist. Aber du hast kein externes Menü, weil du hast hier unter... wo ist es?
Ja, und ein Utility ist das ja den Structure Browser, wo alle deine Strukturen drin sind. Also wo du halt jetzt hier sehen würdest, wenn es halt eine Raitaro wäre oder so irgendwas. Bei der Raitaro siehst du halt, was für Module sind eingebaut und wo steht die und wie lange hat die noch Treibstoff und alles aus der Ferne. Bei der POS hast du halt bestenfalls hier im Kalender einen Eintrag, der dir halt sagt, hier heute Nacht um 3 geht halt der Tower offline. Da gibt es nochmal eine Mail kurz vorher und dann war es das. Und wann das, was halt hier drin ist, ist dann halt offline. Und das ist halt die größte Kacke an der Geschichte. Wenn du vergisst, den Tower nämlich zu fuelen, dann geht es Forcefield aus. Was heißt, du hast eine halbe Stunde, wo halt kein Forcefield da ist, weil das halt neu einschalten muss. Und die ganzen Grützenmodule, die hier außen rum sind, sind halt aus. Das heißt, du musst alles neu einschalten. Bei den Modulen geht's, da sind es halt so 3 bis 5 Sekunden. Also alles, was im Forcefield steht, ist halt relativ schnell. Hier außen dauert es halt bis zu 3 Minuten, je nachdem, was für ein Modul du halt gerade verwenden möchtest. Und das ist halt richtig scheiße, weil du kannst halt hier dir sich 20 Module außen rum machen, wenn du jedes einzelne einschalten musst, ist halt kacke. Das Zeug aus der Post landet auch nicht, oder aus den Hangars landet nicht im Asset Safety, ne? Nee, das ist weg. Also beziehungsweise das droppt. Das ist so ähnlich wie die Mechanik, die du bei also den neuen Strukturen, die du noch die Struktur zerschießt, landet es halt da, wo es halt die Struktur war, halt außen rum. Oder die aufgegebenen Strukturen, die es halt sonst überall geben kann. Hat man eine Zeit lang relativ häufig gesehen, dass da so ganze Kugeln waren mit irgendwelchen gelben Schlotzern, wo halt dann rausgefallen war, mit einem Haufen Containern, wo halt irgendwelche wertloser Mist drin war, weil die geilen Sachen halt von den Leuten, die die Struktur geschossen haben, direkt aufgeklaut worden sind. Und bei den Dingern ist es halt, dann liegt es halt hier außen rum quasi. Also wenn der Tower offline wäre und wird noch was dranhängen, könnte man da Korbkrieg erklären im Highsec, im Low-Null-Wurmloch kann dann einfach direkt hingehen, Struktur, also das jeweilige Item wegschießen. Was jetzt auch nicht so unbedingt schwierig ist, weil diese Module, die im Force-Field halt drinstehen, die haben halt nicht viel HP. Die haben halt hier 20.000 Schild, 10.000 HP Hitpoints für die Struktur und hier 20.000 aber für die Armor. Also bei 50.000 HP ist es halt nix. Und die kannst du halt dann einfach wegknallen und dann halt rein einsammeln, was halt rumgelegen war. Das ist identisch hier. Was richtig lustig ist, ist, wenn die Strukturen ein bisschen weiter weggestellt sind vom Tower und du schießt den Tower als erstes weg und hast dann hier noch irgendwelches Geraffel rumstehen, Ship Maintenance Bay, die verschiedenen Korb- und Personal-Hangar und so weiter und stellst dann deinen eigenen Tower hin, dann übernimmt der Tower die Kontrolle über die Module, die außen rumstehen. Du kannst also den Korbhanger von einem anderen klauen quasi und das Ship Maintenance Bay. Du kannst dann halt, anstatt wegzuschießen und 50% Drop-Chance zu haben, kannst du halt mit ein bisschen mehr Aufwand, indem du halt den Offline-Tower wegschießt, der halt dann kein Schild hat, aber halt immer noch genug, wo ist es, immer noch genug HP hier mit 4 Millionen Armor und wo ist die Struktur? Tun wir da auch noch irgendwo ein bisschen was. Anyway, auf jeden Fall musst du die halt auch mal wegknallen. Also wenn du den Tower wegknallst, dann landet halt alles andere dann quasi in deinem Eigentum. Ist dann zwar offline, du musst es halt neu online bringen, aber das geht ja bei den Modulen relativ schnell und so kannst du dir halt, wenn halt in so einem X-Lag Chip Maintenance Bay halt ein Titan oder 2 Supers oder so drin liegen, kannst du dir die halt mit 100% so viel wollte ich gar nicht zumachen. Mit 100% Erfolg quasi einsammeln. Genau hier. Das sind die 2, das ist das für normale Schiffe und das X-Large ist halt für die richtig großen und da gehen halt dann ein Titan oder 2 Supers rein. Ja, genau. Weil manchmal sind droppen welche raus. Ich habe schon ein paar Kilometer. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn du die da reinstellst. Und da gab es auch einen Bug, weil die Avatar waren nämlich zeitweise größer als das X-Large Ship Maintenance Bay. Also du hast dann keine Avatar in das Modul einbauen können, weil die größer war als der Laderaum von dem Teil.
War auch noch ein sehr schöner Bug. Und ja, wenn du die Dinger wegknallst, also wenn ich das jetzt hier anker und irgendjemand killt den, dann fällt halt dann der Titan oder der Super quasi aus diesem Modul halt raus. Ja. Und also die Module waren halt ein bisschen ausgestalteter. Ein bisschen, also quasi gesehen, was für Fähigkeiten die Post hat. Bei den Strukturen hier verrät sie halt nur, wenn sie public sind, die Services, was halt eingebaut ist. Für Fähigkeiten oder für Möglichkeiten. Die sind aber, glaube ich, hier alle offline. Hier ist dies online, das Reprocessing eingeschaltet. Man, die reißt halt nichts gegen Capitals oder so. Denke ich mal, selbst ein Death Star, wobei ein Todesstern könnte schon, glaube ich, einem Carrier oder so gefährlich werden. Ich weiß nicht, wie viel DPS. Ja, aber nur wenn er gemacht wird. Also ja, also die Module schießen auch von alleine, aber die schießen halt dann random auf irgendwas. Und wenn du halt das erste, die schießen immer aufs erste Ziel und switchen dann kein Damage, switchen dann kein Aggro mehr. Das ist, wenn du einfach was richtig hart getanktes nimmst, dann hacken die halt auf irgendwas richtig hart getanktem rum und dann kannst du halt mit maximal DPS Dreadnought neben dran stehen und halt auf rumhacken und der Posttower wäre jetzt nicht sinnvoll. Er ist Kleinvieh gegen Kleinvieh, ist gut, ja. Aber wo du mich gerade auf die Idee gebracht hast. Da wollte ich hin. Dies habe ich nämlich dran gedacht. Der braucht nämlich, um in den Siege zu gehen, braucht nämlich Strontium. Das habe ich mich beim letzten Mal der Qualle nicht verkackt. Ich habe mich erst unbeladen abgedockt. Und dann gedacht, ding, na, das war zitzong. Hier fehlen eigentlich Skins und ich habe eigentlich mehr Skins für die Phoenix. Ja, Thema Skins. Ich muss einloggen, vielleicht gibt es Daily Belohnung. Es kommen auch Rare raus. Ich habe schon einen Screenshot gesehen von einem Casino Ikitursa Skin, der irgendwo bei 15 bis 20 B, glaube ich, war. Aber dadurch, dass du ja nicht handeln kannst, ist jetzt auch kein großer Aufschrei, glaube ich. Aber ja, also bei Skins geht halt preislich schon viel. Ja. Wer sich jetzt von den noch nicht Capital gewohnten WLAN fragt, warum dieses Fitting hier nur Resistenzen und Extender drauf hat, weil sobald ich in den Siege gehe, darf mir keine extern helfen. Und früher, das war ein altes Fitting, bist du einfach mit dem Ding als Wegwerffitting geflogen. Also hast dich quasi hingestellt, hast rumgeschossen und sobald du halt gestorben bist, hast du aber refitted das Neuen geholt, so wie man halt bei den kleinen Schiffen so auch gemacht hat. Weil dir kann, sobald du halt im Siege bist, kann dir halt kein Fax irgendwie den Hintern retten. Fax ist die große Version von einem Logistikkreuzer, der dich dann repariert und sobald du halt den hast, bekommst du halt hier minus 100%, das heißt, es kommt halt nichts an von irgendwelchen Reparaturgeschichten. Der Puffer, bevor die Dreadbomb auf den Supporter Titan losgeht. Wobei, jetzt können sie mittlerweile wieder einigermaßen rappen. Das ist nicht mehr ganz so. Ja, mittlerweile hat sich wieder. Die Mondmaterialien sind auch wieder ein bisschen Preis runtergegangen, weil genug Leute angefangen haben, die zu meinen. Ich höre schon Gejammer, dass sie halt keinen Bock mehr haben, da irgendwas zu machen. Weil der Preis ja schon so kaputt ist und man verdient ja nichts mehr dran. Was man hier sieht, hier oben drauf ist ein Torpedowerfer.
Hier unten dran ist einer. Wo ist denn der dritte? Ist das gerade etwas blöde? Ich meine, die haben gemeinert, dass die Titanhülle 28 Milliarden gekostet hat. Die werden auch meinern, wenn die Hülle noch 250 Milliarden ist. Nicht jammern. Ich war mal zur Post, allerdings nicht ganz hin. Nämlich ins Force Field vorne dran. Also man kann ja nichts machen. Bei mir ist es hier ein bisschen zu dunkel hinter der Struktur. Da sieht man nämlich nichts gescheit. Das ist immer noch besser, als permanent in der Sonne zu starren. Das auch, aber du siehst halt von der Struktur nichts hier. Das ist der, das sind die XL-Torpedos, die treffen halt echt nur richtig große Sachen, aber die hauen halt 50.000, knapp 50.000 EM, HPM-Schaden halt raus auf 55 Kilometer. Da geht was. Gibt's halt auch noch als Subcap-Variante, aber die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr geskillt, weil der Schaden schon aus dem, sondern die Kuh, die nicht mehr geskillt hat. Die Subcaps kann er tatsächlich. Weil da gehen dann normale Torpedos rein, also die kleinen, die man auch für einen Bomber oder für das Schlachtschiff fliegt. Und dann ist halt der DPS deutlich niedriger. Also die XL, die machen halt knapp 12.000 und die Horde Rats, also die kleinen, die Subcap-Waffen, die machen halt 4 irgendwas an Schaden. 4, 6. Immer noch viel, aber halt ein Unterschied. Also jetzt ist hier, glaube ich, ein bisschen besser zu sehen, was an der Phoenix wo ist. Also wir haben hier den Werfer, wir haben hier einen Werfer und wir haben hier unten runter einen Werfer und hier auf der Gegenseite ist auch irgendwo noch einer hier. Aber wieder das Problem mit der Sonne. Und wenn ich jetzt in den Siege gehe, dann bewegt sich da so ein bisschen was und da so ein bisschen was und halt ein bisschen Animation. Kann ich auf einen Post-Tower schießen, der mir selber ist? Ja, kann ich. Und ihr seht, also der Schaden, der hier dran ist, den habe ich nicht gemacht. Das ist, weil das Force Field noch nicht aufgeladen ist, weil ich habe keine Reichweite. Also ich kann gar nicht so weit schießen, wie der Tower wegsteht. Aber die Animation ist halt ziemlich cool. Und wenn man sich jetzt mit so einer Dreadbomb, wie Vater der schon erwähnt hat, mit irgendwie 40 plus Dreadnoughts vorstellt, die ganze Sache richtig sexy. Und wenn jemand von Siege Red redet, dann meint er genau das. Das Siege-Modul ist rot, was ausgeschaltet worden ist, weil irgendwas passiert ist, was den FC dazu veranlasst hat, die Dreadnoughts halt demnächst zurückrufen zu wollen. Oder halt einfach nur, dass das Ziel halt auf absehbare Zeit stirbt und halt kein zweiter Durchlauf oder kein weiterer Durchlauf vom Siege-Modul gebraucht wird, um das Schiff halt kaputt zu machen. Wie viele von euch warten gerade, dass wir Sisters-Missionen fliegen? Oder fliegt ihr schon ohne mich auf dem richtigen Server und ich bekomme es noch nicht mit? Keiner, der hier schreit. Jetzt sind alle beschäftigt mit Missionen fliegen. Übrigens dieser bunte, weil das bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, wie bekommt man diese Einfärbung hier hin? Das ist im Overview hier unter Ships, kann man die Sachen anders einfärben. Dass man genau erkennt, was man sich einlässt quasi. Als erstes kommt dann Schiff, Allianz, Char. Beziehungsweise kann man hier den machen, dass wenn der Char in der Korb und in der Allianz ist, dass halt eine Sache nur angezeigt wird und nicht beides. Kann man dann so, hier kommt der Allianz-Tag und dann die Korb. Wenn ich hier diesen Haken reinmache, dann zeigt er, oder sollte er, genau, nur anzeigen,
Nee, macht er nicht. Strange. Sollte eigentlich genau umgekehrt sein. Eigentlich sollte hier Hamster stehen und kein Werft. Ach stimmt, das ist ja Schwachsinn. Der ist ja noch gar nicht in der Allianz. Die Allianz gibt es ja auf dem Test-Server noch gar nicht. Sorry, mein Fehler. Muss erst gespiegelt werden. Ja, die Allianz gibt es auf dem Test-Server noch nicht. Ich bin gerade doof gewesen. Also, wenn Allianz wäre, dann würde jetzt hier Hamster stehen und nicht Werft. Aber die Allianz gibt es ja noch nicht. Was übrigens richtig geil ist, haben wir gerade gesehen, da hat nur 6 Sekunden gerade gebraucht, um den Launcher zu laden. Wenn ihr das mit den Subcap-Waffen macht, dann schießt er alle 2 Sekunden und hat 24 Sekunden Nachladezeit. Normalerweise ist es eine Minute, nee, es sind 40 Sekunden. Also da geht halt richtig was ab aus dem Teil. Und der schießt halt deutlich schneller. Moment. Normalen Torp, Geschichte, alle 12 Sekunden und der andere schießt halt alle 2,5. Also ist halt alles voll mit Raketen. Und hier neben sieht man halt die Werte, die sind halt beim Cap deutlich höher als bei normalen Schiffen. Übrigens einen schönen Gruß von Frank. Der ist gerade in Wald und Flur unterwegs und hat mir Bilder geschickt von Ackerflächen und Bäumen. Draußen? Ja, der ist im Gemüse sozusagen. Kann man jetzt raus nicht was. Draußen sterben Leute. Das ist bei uns wohl umgekehrt gesagt worden. Wenn ich keinen Bock hatte, zum Spielen rauszugehen, hat meine Mutter immer gesagt, daheim sterben Leute. Hier sieht man, dass Strom, was verbraten worden ist jetzt durch den Durchlauf. Und hat auch Flottenhangar mit den möglichsten. Das ist übrigens dieser Hinweis, den ich immer wieder gebe. Passt auf, dass eure Flottenhangar ausgeschaltet sind, also dass es halt grau ist. Weil wenn es nämlich grün ist, können euch nämlich beim Stern Cop-Member beklauen. Und bei den Pfeilen, Rangsymbol, whatever das sein soll, können euch halt Flottenmitglieder beklauen. Wenn ihr eine Public-Flotte habt, heißt das, dass euch der Laderaum halt leer gemacht werden kann. Und viel schlimmer, in der Hulk-Flotte, Ship Maintenance Bay, ist halt mal eben eine Hulk oder so abhanden gekommen, weil halt da hier irgendwie ein Knopf falsch gesetzt war. Da kann nämlich irgendjemand hingehen, kann euch die Hulk aus der Orca rausziehen. Das habe ich gemacht die letzten Tage, als Papi aus Stealth abgehauen ist, die ganzen Pandemic Horde als eingeloggt und einfach im Undock gewartet und auch jeder dritte Carrier hat locker seine Ship Maintenance Bay offen gehabt und nochmal kurz reingreifen, zack, Paladin weg, docken, Asset Safety, GG. Nächste Runde. Ja. Und die haben ja noch nicht mehr gemerkt, wer ihnen den Scheiß rausgeklaut hat. Das heißt, du konntest mit einem PH halt wirklich tagelang die SMAs ausräumen. Mit der Post ging das auch eine Zeit lang. Ich war, als Dominion rauskam und die Soft-Mechaniken überarbeitet haben, war das schon Fossi Soft? Ne, ich glaube, das war noch nicht Fossi Soft. Das war noch nicht Fossi Soft, ne. Da habe ich mich, da gab es noch EveGermany.de oder so, das Forum, und habe mich da dann irgendwie permanent in irgendwelche Renter-Corps einladen lassen. Und kann mittlerweile immer noch jeder das Stront aus dem nicht schon den Fuel aus dem Tower nehmen? Nee, brauchst Rechte. Da haben sie okay, aber extra Recht für gebaut. Das ging nämlich früher. Ich habe dann halt bis früh morgens gewartet, bis alle Pen waren, habe dann den kompletten Fuel raus, habe gewartet, bis das Shield runtergegangen ist, habe dann die ganzen Dinger geschossen und habe es dann rausgejumpt. Damals war ja wirklich alles in der Post gelegen. Das heißt, da waren halt hunderte von Tengus und, nein, nicht hunderte, aber halt sonst ja keine Stationen im System, wenn du Renter warst. Normalerweise. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass halt dann war halt alles aus der Post, da war halt die Post quasi die Struktur, dass halt alles draus leben müssen sozusagen. Ach, ja. Kein Haken gesetzt bei Korb-Dingens. Richtig gute Safaris damals machen.
Fetzen fragt, was wir gerade machen. Ja, blöd Zeug auf dem Testserver und an alten Zeiten, alte Zeiten denken, als es noch Possen gab, beziehungsweise als Possen halt noch der Shit waren. Jetzt tausche ich hier gerade mal die Capital Guns gegen die Subcapitals aus. Und wer jetzt denkt, er hat doch gerade irgendwas von 4.500 DPS gesagt, wie sagt er jetzt hier nur 300? Ja, weil der Siege-Core nicht an ist. Das da nicht verwirren lassen. Ist das Bookmark weg? Hier geschehen komische Dinge. Ich hoffe mal, ich weiß gar nicht, was das Thema. Egal. Also, wenn ich jetzt hier drauf einmal, dann... Ich bin gerade gedockt, Moment, ich krieg hin. Ja, ist egal. Ich habe jetzt einfach mal... Es geht einfach nur darum, dass man hier die Werte sieht. Der hat halt dann deutlich mehr Reichweite, aber dafür halt weniger DPS. Und dafür schießt er aber halt auch schneller. Also der drückt dann die Raketen hier weniger als alle 3 Sekunden Rakete raus. Normalerweise würde halt 25 Sekunden brauchen. Mit Skills und allem, was du da noch draufhauen kannst, geht es halt ab. So, fliegen wir mal noch eine Dreiviertelstunde. Ein bisschen mehr Mission. Damit all die, die gerade nicht gequält haben, noch zu ein paar LP kommen. Dauert natürlich jetzt den Moment, weil, wie gesagt, immer nur mit entweder Testserver oder Live-Server-Char eingeloggt sein. Sonst passieren dumme Dinge und teure Fehler. Er findet die Quelle, nice. Ich habe schon wieder damit gerechnet, dass ich Ewigkeiten brauche, bis er die Quelle hier gefunden hat. Auf Nachbarkrieg. So, ab dafür. Ich habe gerade draußen gar nicht mitgelesen, was sie geschrieben haben. Ja, draußen sind andere Menschen, die komische Dinge tun und dann am Endeffekt einem noch anreden oder so. Da muss man sich Antworten überlegen. Ja. Ich war heute auch schon 2 Stunden mit dem Hund draußen. Ja, ich war vorhin auch draußen. Aber ich gehe dann immer dahin, wo keine anderen Menschen sind. Ja gut, beim Hund ist es auch so eine Geschichte, je nachdem, wie der Hund halt unterwegs ist oder wie du selber halt gerade drauf bist, dann willst du auch deine Ruhe haben. Bekannte von mir, die hat ihre Hunde immer alleine ausgeführt, weil die sehr aggressiv auf andere Hunde reagiert haben, außer auf weibliche Hunde. Die haben so versucht zu vögeln. Was in beiden Fällen nicht unbedingt adäquates Verhalten war. Deswegen war sie dann immer etwas zurückhaltend und allein unterwegs. Also im Sinne von an Stellen, wo halt sonst keine Hunde sind. Ich gerade abgelehnt oder angenommen? So wie es aussieht, abgelehnt. Okay, dann, nee, doch, jetzt bist du da. Ja, jetzt, genau. Okay, ich war dann mir echt nicht sicher. Weil nämlich diese Verzögerung, heute ist gerade irgendwie der Wurm drin, alles ein bisschen langsam. In Bakrik, Schmuggler abfangen.
wer noch ein paar Minuten mitmachen will, dreiviertel Stunde, Stunde, so irgendwas. Flotte ist im Waldeck-Channel. Seid herzlich eingeladen, euch dran zu hängen. Ursprünglich war die Testserver-Aktion ja eigentlich nur deswegen, weil ich hier die Frachtkarte vorgestellt habe, also für die, die ein bisschen später gekommen sind. Könnt ihr ein bisschen mitlesen. Ich werde aber jetzt das Bild nicht extra umschalten, sondern auch einfach nur ein bisschen drüber huschen, damit die Leute, die es schon gehört haben, sich nicht hier doppelt und dreifach die Infos antun müssen. Weil nämlich die Qualle ein relativ guter Ersatz ist für einen Sprungfrachter. Das ist deutlich billiger. Also ein Sprungfrachter ist so bei 14 bis 16B, je nachdem, was für eine Rasse man halt gerne hätte. Wobei an der Rasse auch das jeweilige Eis ist. Also wenn ihr Kaldari-Sprungfrachter habt, dann muss dafür auch Kaldari-Eis abgebaut werden und entsprechend vorhanden sein. Und dann ist quasi der Treibstoffpreis abhängig davon, wie viel Kaldari-Eis abgebaut wird. Oder wenn ihr heißt die andere? Nomad? Minmatar? Hängt es halt davon ab, wie viel Minmatar-Eis gerade verfügbar ist. Und wenn ihr halt in einer Region lebt, wo dieses Eis einfach nicht vorhanden ist, also Delft zum Beispiel, das ist halt relativ schwierig, Kaldari-Eis abzubauen. Da macht halt ein Amar-Sprungfrachter deutlich mehr Sinn, weil der halt dann quasi vor Ort ist, also der Treibstoff für den Sprungfrachter. Aber zurück zum ursprünglichen Konzept. Die Sprungfrachter, die haben 386.404 Kubikmeter Laderaum, also die Rea maximal mit Expand Cargo Holds. Die so die Faction-Version von Cargo Hold, die kostet 260 Mille rum. Ist auch mit Eve Market hier verlinkt. Geht einfach nur um zu zeigen, was halt da maximal möglich ist, damit es halt heißt, hier, ja, hier ging doch ein bisschen was. Und da wäre noch ein Schnaps rauszuholen. Der Vollständigkeit halber einfach der maximale Maximalwert, auch wenn das in den meisten Fällen nicht geflogen wird, weil es einfach zu teuer ist und der Effekt zu gering. Habe ich bei der Qualle auch gemacht, allerdings nicht mit den Low Slots, sondern mit den Rigs. Da sind also die Werte sind mit T2 Rigs, zwei T2 Rigs und ein T1 Rig. Wenn man die für 400 Millionen sich die T2 Rigs, also die zwei Stück, nicht kaufen möchte, dann kann man T1-Rigs reinbauen, dann hat es statt 175.000, 160.000 normalen Laderaum, also 15.000 weniger. Ist halt die Frage, ob man sich diese Kohle antun möchte oder ob man sagt, für die 15.000 Kubikmeter Laderaum gebe ich nicht diese Menge an ISK aus. Zusammen auf jeden Fall ist der Laderaum im Flottenhangar dann maximal bei 215.000 und das ist schon über die Hälfte von dem, was ein Sprungfrachter kostet. Dafür ist er halt dann 10 bis 12B billiger, kann aber halt nicht direkt ins HiSec rein. Das heißt, da muss dann mit einem Blockade Runner oder Deep Space Transporter oder T1 Indu oder mit irgendwas anderem muss sie dann quasi beladen werden, weil halt die Ware, also sie kann sich die Ware quasi nicht holen, sie muss sie gebracht bekommen. Die kann nur Low-Sec zu Low-Sec oder Null-Sec zu Low-Sec oder Low-Sec zu Null-Sec springen, aber halt nicht irgendwie mit HiSec interagieren, die kommt nicht durchs Gate. Kommt die Meldung zu dicker Hintern, darf es nicht rein. Und wenn du trotzdem hingeworben bist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass dir dann ein Piratenschiff wegnabbeln und dann ist die ganze Geschichte durch. War nur sehr teuer, aber nicht sehr erfüllend. Dann hat sie noch einen Mining Hold mit 30.000 Kubik. Das heißt, das ist, wenn man Erz, Gas, Eis transportieren möchte, ist man bei 515.000 Kubikmetern. Und kann halt, wenn man eine Compression macht, und das war dann die Eskalation mit dem POS aufstellen und dem Ganzen zeigen,
kann man sich in einem Asset Safety System Rohstoffe ankaufen. Die Qualle halt mit Compression Modul und einem Indoor-Core ausstatten und kann dann hingehen und kann sich eine POS aufstellen, reinworpen mit der Qualle und kann dann die ungepressten Materialien, die man angekauft hat für kleines Geld, pressen und dann halt gepresst transportieren, wo sie weniger Volumen haben, sprich aber kommt mehr mit. Man hat dann halt einen geringeren Transportpreis, was viele Leute halt daran hindert, ihr Zeug aus dem Low-Sec und aus der Asset Safety rauszuholen, weil sie halt einfach sagen, sie haben keinen Bock drauf, ey. Wenn ich jetzt hier diese Tonnen an Feldspar oder diese Tonnen an Merkoxid oder an Eis oder was auch immer, das tue ich mir nicht an. Also die fliege ich jetzt hier nicht raus, ich schmeiße auf irgendeine Buy-Order und dann ist gut. Da habe ich dann vielleicht 50% Verlust gemacht oder so. Aber ich bin mein Zeug los. Und wenn ihr das halt ankauft, dann könnt ihr halt mit der Qualle es direkt pressen in der selbstgestellten Post. Wenn ihr clever sagt, nicht so wie ich, weil ich halt einen Large Tower genommen habe, da dauert es eine Stunde, das Ding aufzustellen, eine halbe Stunde zum Ankern, eine halbe Stunde, bis das Force Field da ist. Und erst dann kann man halt hinwarpen und ist safe. Small Tower macht das Ganze in 7,5 Minuten zum Ankern und in 7,5 Minuten, bis das Force Field da ist, also sprich in der Viertelstunde ist das Ding gestellt. Dann warpt man da schnell rein, macht seinen Indoor-Core an, macht seinen Kompressor an, beziehungsweise man kann auch mehrere gleichzeitig einbauen. Muss man dann nur mit dem Online- und Offline-Schalter ein bisschen hin und her spielen, weil nicht alle 5 Kompressoren gleichzeitig an sein können. Da reicht der Powergrid nicht aus. Drückt dann seine Rohstoffe durch. Eventuell lässt man sich noch ein paar hinterher schieben mit einem Indo oder was. Wo halt dann zwischen der normalen Struktur der Station oder der Spielerstruktur, wenn man sich angestellt hat, und der Post halt hin und her düsen und tut halt so die Masse immer weiter verringern, das Volumen immer weiter verringern und kann dann sehr viel für ein kleineres ISK pro Kubikmeter natürlich transportieren, weil du halt mehr reinkriegst in die Qualle. Als letztes Dingens, das war die Ship Maintenance Bay, wo die Qualle und auch die Orca beladene Schiffe mitnehmen können. Wobei beladen heißt, es darf Munition, Booster, Liquid Ozone und Strontium drin sein. Munition heißt auch eine Net Repair Paste und hat alles, was irgendwie als Waffe funktioniert. Und dann kann man in diese Millionen Kubikmeter, die Qualle hat, 3 bis 4 Hauler reinmachen. Hauler haben so immer ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als 250.000, je nachdem, wie viel Laderaum sie haben. Iteron und Tyra, die so um die 40.000 Kubik Laderaum maximal haben, haben ein bisschen mehr. Das heißt, man bekommt maximal 3 Stück rein. Rest und Siegel, die 20.000 Kubik Pi mal Daumen Laderaum haben, jeweils bekommst du 4 Stück rein. Ist aber halt trotzdem effektiver, die 3 mit 40.000 zu nehmen, als die 4 mit 20.000. Und dann hat man halt 40.000 Kubik mal 3 Iterons, dann ist man halt bei 3.750 Cap-Boostern, also den 800ern, knapp 40.000 Strontium, 300.000 Liquid Ozone, 4 Millionen Raketen, also Heavy Missiles. Das kann dann bunt gemischt sein, aber es ist einfach nur, dass man so ein bisschen sieht, was da reingeht. Oder 12 Millionen Einheiten der Repair Paste. Also wer gerne overheatet, der ist da richtig gut aufgehoben. Kann sich dann richtig viel billiges Nenet Repair Paste aus dem Low-Sec, aus der Asset Safety rausholen. Oder in den Markt bringen, sollte er es über PI selbst herstellen. Ich frage mich gerade, wie ich dich aufgeschaltet habe, wenn ich über die Dinge arbeite, über die Overview, wo du gar nicht da bist. Das frage ich. Keine Ahnung. Dann die Hauler müssen, um beladen werden zu können, müssen sie geflogen werden. Heißt, man muss halt drin sitzen, weil wenn man sie unbeladen, also unbesetzt verwendet, dann haben sie nur den Standardladeraum von 5.800 Kubik. Wenn man drin sitzt und dann die Skills drauf wirken und das Fitting drauf wirkt, haben sie halt, hat dann die Iteron 40.442,85 Kubikmeter. Was halt dann deutlich mehr ist und die ganze Sache halt dann sinnvoller macht. Im Block sind noch die Fittings drin, einmal für die Frachtologie-Qualle, das ist einfach nur ein Cap-Recharger,
damit es halt sich schneller wieder auflädt, falls er nochmal weiterspringen sollen muss und man halt, dafür der Prototype-Cloak fällt mir gerade auf. Also für die Cable Charter ist so ein Prototype-Cloak drauf, den werde ich noch nachreichen, noch nachändern. Kann man nämlich dann reinspringen, irgendwo an einen Safe-Spot warpen, Cloak anmachen, sich recappen und dann weiterspringen. Geht eigentlich ganz gut, muss man nur gucken, dass in dem Moment, wo man halt wegwarpt, keiner in der Nähe ist, der aufs Syno warpen kann. Dann die Container, das ist im Endeffekt Iteron mit Max Laderaum-Fitting. Expanded Cargo Holds 2, 2x Medium Cargo Optimization und einmal die T1-Version. Warum ich das Thema jetzt aufgegriffen habe, ist der Indo-Syno-Change, weil seit Anfang des Monats mit EVE-Version 20.04 können Qualen auf Indo-Synos springen. Vorher konnten sie das nicht. Mal immer ein Force Recon hinstellen müssen. Ein Force Recon ist so bei 400 Millionen, 500 Millionen, je nachdem. Und eine Venture, die man jetzt verwenden kann, beziehungsweise einen Howler, den kriegst du halt Venture für 1 Million, mit Syno für 2. Und die Siegel, die ich hier habe, die kostet so 14, 15 Millionen rum. Die ist aber so tanky, dass da ein Zerstörer sich wirklich lange die Zähne dran ausbeißt, weil die so einen hohen Passivtank hat. Ich habe die hier, glaube ich, auch unter Howler. Übrigens eine Änderung, die CCP neu gemacht hat, ist, dass sie den die Industrials, die kleinen, also die T1-Version, den Howler umbenannt hat, um die Unterscheidung besser zu machen. Und die Siegel, die hat halt hier knapp 30.000 EHP. Was aber richtig interessant ist, ist der Passive Recharge, weil der liegt nämlich bei 652 HP, Raw HP pro Sekunde. Also wenn du da drauf rumhackst als Zerstörer, Beschäftigungstherapie, hier zeigt er gerade an, 15 Millionen, 14,9. Also das Ding ist richtig eklig. Ist halt nur für nichts für mal eben Frachtern, weil mit 8 Sekunden Ausrichtezeit bist du halt auch beschäftigt. Man kann die auch für den Discovery Hunt, für das Slowsec-System verwenden. Wenn man da mit der Siegel reingeht, dann kriegt man schon einen Stinkefinger im Local gezeigt, weil sie halt keinen Bock auf einem haben. Weil sie nicht genau wissen, was das für ein Abfuck ist, auf eine Siegel rumzuschießen. Ab wie viel Prozent ist voll Region? Ich glaube 20%, 30% sowas in der Kante, oder? Hat der Schildregenerationstank seine volle DPS-Tank? Ich glaube davor ist ein bisschen weniger. Ja, bei 20% oder so. Zwischen 20 und 25% liegt da irgendwie. Aber das ist nicht bei allen Schiffen gleich. Das hängt auch, kommt auch auf die Schiffsgröße, glaube ich, an. Ja. Und da ist halt richtig eklig. Ja. Übrigens, die Siegel, das ist auch, warum ich auf das Schiff gekommen bin, hat vor... Das ist schon bestimmt acht Jahre her. Da hat Goonswarm eine Zeit lang, das war vor dem Zyno-Change, hat die Siegel mit einem normalen, damals gab es noch, nur ein normales Zyno und Cover-Zeiner mit dem normalen Zyno ausgerüstet und durch die Gegend fliegen lassen als Hunter und hat dann halt, Leute haben dann die Siegel angegriffen, also gedacht, so, hey, kommt T1, hau da, dich nabbel ich jetzt weg, machen wir mal hier schnell einen Prozess. Und dieser Howler hat dann aber noch einen Scram drauf gehabt, hat die Leute festgehalten, das Zyno ging auf und dann ist halt Goonzorm aus die draufgefallen. Du kannst es heute noch machen. Ich meine, aus unerklärten Gründen können Black Ops und T3-Cruiser auf Indo-Sinus springen und bridgen. Keine Ahnung warum, aber also der T3 selber kann nicht drauf springen, aber du kannst den bridgen mit einem Black Ops und das ist manchmal echt eine. Ich hatte das nicht gewusst, bis vor 2 Monaten, als wir eine Praxis gekillt hatten und der hatte dann in seiner Fregatten Escape Bay, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, hatte der eine Venture sitzen und in dem Moment, wo er geplatzt hat, hat er instant sein Indo-Sino gefeuert und dann sind irgendwie, keine Ahnung, ein Haufen Black Ops und T3 ist auf uns gesprungen. Aber kann dir keiner sagen, warum auf dem Indo-Sino ja, Black Ops springen können. Also ich habe das Bild gerade erst aktualisiert, den Qualer noch jetzt hinzugefügt. Das ist die meiner Meinung nach übersichtlichste Erklärung, was darf. Ja. Und
du siehst halt aufs normale Zyno, weil er halt es aufmachen darf, Force Regans Black Ops. Wer Indo-Zyno aufmachen kann, Venture, Black Ops, Deep Space Transporter hat die 1 Indos. Und ja, die Covered Ops dürfen halt alle, die Covered Ops können. Und die Prospect. Und ja, halt Black Ops für sich selber. Und dann kannst du halt Black Ops wie so die Bridge drauf machen. Conduit Jump habe ich jetzt nicht extra aufgenommen, weil es im Endeffekt auch nur eine Bridge ist, nur in Anhascht. Also wer da Bock drauf hat, kann sich mal in das Thema reinlesen. Das habe ich auch nochmal mit normalen Zynos. Dann eher um die Capitals, das auch noch mit erklärt mit den Rasseneis-Versionen und hier, wer welche Isotope braucht und wo die herkommen. Da fehlt Angel, fällt mir gerade auf, aber die haben keine Dreads, keine Caps. Die sind zwar angekündigt und sehen ziemlich cool aus, aber die werden wahrscheinlich eh nie kommen. Dann hier die Basisreichweiten, maximalen Reichweiten, Treibstoffverbrauch pro Lichtjahr, maximaler Treibstoffhanger und die Sprunggeschichte. Und hier die Skills, die wir vorhin drüber geredet haben, dass es halt mehr Sinn macht, den Boosting-Char, der halt Orca kann, der dann auf die Qualle zu packen und den man, der dann eh die Sprungantriebe hat, dann auch für die Jump-Frachter zu nehmen, anstatt halt den Highsec-Howling-Char, der halt zwar Frachter schon kann, aber dann nochmal extra halt dann die Sprungskills lernen sollen müsste. Und diese drei Skills, das sind halt über 5 Millionen Skillpunkte, die du da reinballern musst, damit du auf irgendwas kommst und es irgendwie funktioniert. Habe ich euch totgequatscht? Ihr seid echt leise. Was ist mit euch los? Nee, ich bin einfach gekommen mit. Nee, ich meine ich die gar nicht. Ich meine jetzt den Chat, weil der Chat ist, da ist halt so. Es ist nicht phasenweise lauter, es ist, quatschen die nicht phasenweise leise, sondern es ist phasenweise mal überhaupt was geschrieben. Das ist ein bisschen schwierig. Unglaublich. Ich krieg immer nach dem Stream gesagt, der muss auf den Chat eingehen, ja, wenn halt kein Chat da ist. Muss ich mir Bots anschaffen, Beschäftigungstherapie. Chat. Dann sind alle abgehauen, tot gequatscht, haben keinen Bock mehr. Wer ist denn da? Mal ja gucken, wer da ist. An alle ansprechen, die am Stein hocken und nicht angesprochen werden wollen. Ja. Der Oberfisch. Das, was Tobi gerade schreibt, hatte ich vorhin auch so im Kopf. Wenn ich mir so den Chat so angucke, sind halt viele, die so aus den letzten Wochen auch bei Frank so richtig, richtig neu waren. Und Qualle ist halt irgendwie dann doch nicht so das Thema für die, glaube ich. Also so ist mir so vorhin aufgefallen. Ganz kurz aufgefallen. Dogspiel spielt Katze und Maus, dass du aus dem komischen Board draußen bleibst. Was für ein Board? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Der Oberwicht, die ist halt eingeschlafen. So schlimm war es jetzt halt doch nicht. Ich gebe zu, es ist richtig hardcore an Info und so. Und ich eskaliere auch ein bisschen, gebe ich gerne zu. Beziehungsweise kann ich eigentlich auch nicht irgendwie abbiegen, weil wenn ich halt irgendwie Wissen vermitteln kann, dann wird es halt hardcore durchgezogen. Du, Two-Man, was würde dich denn interessieren? Was für eine Transportalternative? Oder generell Themen. Genau, oder was für Fragen sind bei euch gekommen? Also ich bin jetzt bei diesem Thema ein bisschen eskaliert, weil halt, also letzten Stream hat jemand mir eine Mail geschrieben und gesagt, hey, ich habe die Fragen, kannst du dem Stream beantworten? Das habe ich dann gemacht. Und dann Fragen, die sich dann daraus ergeben haben aus dem Gespräch halt auch, aber diesmal kam halt irgendwie so nix. Hat keine Fragen gehabt, hat keiner irgendwie eine Mail vorher rausgehauen. Ingame-Mail an mich oder über Discord. Wildeck Discord, kein Problem. Könnt ihr mich ankommen, könnt Fragen stellen. Ich bin über das und das Problem gestoßen. Oder wir haben hier einen in der Allianz, der hat das und das. Oder in der Koop, der hat dieses und jenes Problem.
Kannst du das mal erklären oder kannst du mal erklären, warum das so ist? Weil ich komme immer so ein bisschen, weißt du, so einerseits macht es mir ja Spaß, wenn ich halt meine eigene Stimme höre und Sachen erkläre, aber andererseits weiß ich dann auch nie, ob es halt dann den Leuten, die zuhören, auch was bringt oder ob ich halt einfach nur halt so vor mich hin monologisiere. Okay, Gwen bestätigt mich, ich mach's komplett, das ist halt nicht mehr für die Newbies, ja, das ist das mit der Qualle, aber ich wollte es halt noch irgendwie gesagt haben, weil Anfang des Monats kam der Patch und ich wollte nicht, dass es untergeht, dass es Frachtquallen jetzt als Möglichkeit gibt, die vielleicht eingestaubte, ich habe keinen Bock mehr auf Mining-Qualle und habe meine 10 Mining-Alts gelöscht, aber mein Main kann auch Qualle fliegen, dass der halt vielleicht noch eine Möglichkeit hat, als Logistik zu fliegen, statt halt den teuren Jumpfrachter, den man sich vielleicht nicht leisten kann. Oder wenn man die Qualle eh rumstehen hat, dann vielleicht den Jumpfrachter verkauft, ein bisschen mehr Kohle auf dem Wallet hat, um mehr Kohle draus zu machen. Ja, wobei, das ist ja nicht schlecht, das Tutorial, also definitiv nicht. Ich hätte es zum Beispiel, ich als Newbie hätte es auch gebrauchen können tatsächlich, weil ich jetzt halt, wie vorhin schon gesagt, vor der Problematik stehe, dass ich zwei Chars habe. Der eine kann oder ist auf dem Weg zur Borgwall, der andere kann Sprungfrachter. Und ich müsste jetzt in beide massig Skillpunkte halt stecken. Den einen müsste ich halt vielleicht auf Frachter skillen, den anderen halt noch auf die Borgwall, damit ich den sinnvoll nutzen kann. Oder was heißt sinnvoll nutzen kann, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ja, dass der Orca-Char halt dann auf die Qualle weitergeht, weil er halt die Flotten-Command-Boosts eh hat. Genau. Voraussetzungen sind für die Qualle. Das war ja der Punkt, wo wir dann angeknüpft haben. Und diese Sprungskills kann er dann halt, wenn er eh quasi Low-Sec, Null-Sec fähig durch die Qualle ist, weil er da die Sprungsachen hat, kann er dann auch Sprungfrachter halt dann gleich hinterher schieben. Ich möchte jetzt hier nicht aufkommen lassen, dass die normalen Frachter obsolet sind. Das auf keinen Fall. Aber es gibt halt Routen, wo du mit einem Sprungantrieb deutlich besser unterwegs bist, als wenn du halt zu Fuß halt fliegst. Das ist in dem Tutorial, ist es auch drin. In dem Black Ops Tutorial ist es, glaube ich, sogar relativ ausführlich drin. Mit der Sprungplanung. Also nicht die, wie springe ich an sich oder wie organisiere ich mir das, sondern welche Wege, welche Möglichkeiten gibt es halt. Das ist hier. Mein damaliger Werdegang war halt, ich habe angefangen zu minern, dann brauchte ich halt einen Hauler, das mit einem Char sehr ineffektiv ist, also minern und haulern gleichzeitig, habe ich mir halt einen Hauler-Char gemacht, Miasmos. Da der dann den Hauler konnte, dachte ich, okay, irgendwann hast du größere Mengen, machst du halt einen Frachter und bin dann halt weiter zum Sprungfrachter. Und ähnlich war es halt meinern, brauchst halt einen Booster-Char, Orca, den machst du halt weiter zur Borgwall. Das so in etwa war, glaube ich, der Gedankengang vor 5, 6, 7 Jahren, als ich angefangen habe. Ich habe jetzt hier mal die Sprungstrecken. Also man kann halt, das ist hier das Maximum, was halt hier, ach, lass mich doch mal hier die Zeile kopieren hier. Also von Yita nach Heck, nach Dodixi, nach Amar, nach Dodixi, nach Yita. Das ist so halt quasi einmal alle Trade-Hubs abgehüpft. Und wenn ich halt das mit dem zu Fuß halt mache, bin ich halt unterwegs. Und bin halt da eine Weile halt zu Fuß unterwegs, bis ich halt diese ganze Route habe. Und jeder Sprung ist ja halt theoretisch eine Möglichkeit, mich am Gate zu killen. Und man sieht hier auch an einigen Stellen, wo halt vermehrt Kills sind. Also Uedama, Sivala sind nun Kills drin. Dann hier wieder auf dem Rückweg auch nochmal. Also das ist, du bist irgendwo genau, Ace Tour. Hier Bai ist auch oft, wo halt Leute gekillt werden. Bale auch, weil. Also die ganzen 05er-Systeme ist so ein bisschen risikoreich. Und ich kann halt auch hingehen und kann, das ist jetzt die Alternativmöglichkeit mit einem Black Op statt mit einer Qualle, dass ich halt einen Black Op mir nehme, fütte den entweder auf Laderaum, also mach den Expand Cargo Holds in die Lost Lots und in die Rigs rein und nehme den halt als Minisprungfrachter
Oder ich nehme halt Blockade Runner und die haben dann zwar nur 13.000 Kubik, aber ich kann die halt mitbritschen, also mithüpfen und dann kann ich halt von Yeeta nach Uto springen, das ist das Slowsack neben Hack. Die Route ist halt easy going einmal. Dann springe ich von Hack nach Deacon, mache da ein paar Hüpfer, springe dann nach Guton, mache ein paar Hüpfer, bin in Amar, hüpfe weiter nach Serachin, hüpfe wieder nach Deacon, dann bin ich auf dem Weg nach Dodixi, springe von Dodixi nach Ingotten und habe dann noch drei Jumps, bin ich wieder in Yeeta. Und so habe ich halt quasi alle Trade-Hubs einmal durchgemacht. Und kann halt, je nachdem wie viele Leute Bock drauf haben, könnte man einen Black Op nehmen und du nimmst halt 30 Blockade Runner, die halt dann jeweils 13.000 Kubika mit, wenn du halt 30 Chars hast oder 30 Cop-Member oder was, kann man da halt einmal die Woche, einmal im Monat, wie auch immer, halt dann eine Rundreiseroute machen und die ganze Geschichte ein bisschen aufziehen halt. Und das sind halt dann hier die Einzelrouten. Also das ist halt alles ein bisschen vorgemacht. Und wenn man halt diese große Route, die kann man halt dann auch mit Sprungfrachter machen. Quatsch. Das ist der Link. Und mit Sprungfrachter sieht die halt ähnlich aus, nur ist er halt an einigen Stellen ein bisschen gekürzt, weil du halt mehr Reichweite hast. Dann musst du von Amar nicht zurückfliegen, sondern kannst direkt nach Deacon springen. Und das ist auch die ich sag mal, Standardroute von Amar nach Yeeta, dass du zwischen Amar und Deacon kannst du nahezu direkt rüber hüpfen. Also kannst halt hier, sprich Amar, Deacon, Ingotten, dann nach Yeeta rüber semmeln. Auf dem Rückweg musst du ein paar Meter näher rankommen. Da musst du dann nach Faurent, glaube ich, fliegen. Und von Faurent wieder nach Deacon und dann kannst du da nach Naguton und dann von Naguton halt dann zu Fuß wieder nach Amar. Ich will aber auf keinen Fall sagen, dass die kleinen die normalen Frachter, also die Capital-Frachter, aber die halt ohne Sprungantrieb, dass die obsolet sind. Die Sache ist halt, wie viel willst du mitnehmen und wie viel Wert kannst du halt mitnehmen? Weil die dürfen ja auch nicht zu voll sein, damit sie halt ganking-safe sind. Weil abhängig von ihren HP sind sie ja unterschiedlich stark gefährdet, gegankt zu werden. Und wenn du halt so eine Sprungmechanik machen kannst, kannst du halt relativ easygoing die Abkürzung quasi nehmen und ein Risiko minimieren. Und wenn ich jetzt mal, ist natürlich jetzt ein Traum, wobei, nee, wir machen jetzt keine Experimente. Wenn ich jetzt hier mal im Markt gucke, damit ihr auch seht, wo ich jetzt hier gerade bin, wenn ich jetzt mal die Frachter angucke, die Frachter sind jetzt hier so bei, also wohlgemerkt die normalen Frachter, nicht die Sprungfrachter, die sind halt jetzt hier bei 3 bis ja, 4B. Ist wahrscheinlich ein Liter billiger, aber wahrscheinlich auch nicht arg viel. Und na gut, die Qualle ist hier auch tierisch teuer. Aber die Qualle kostet ein Liter Umfeld, also Meiler oder so war die vorgestern oder vorvorgestern war sie auch bei 4B. Da ist es im Endeffekt dann egal, das ist dann nur noch eine höhere Skill-Anforderung. Also der Char hat halt null in Industrie und der muss halt hier die ganzen Formen-Dinger hier, das ist sowas, ein bisschen dauert. Industrie auf 3, Capital Reconfiguration, eine Stunde, dann kann der das Ding. Aber der Punkt ist halt, wenn du den Sprungfrachter skillst, die ganzen Sprungschichten, die hast du halt für die Qualle, für die Sprungfrachter, für die Black Ops, für alle Capitals, musst du einmal diese Skillung durchziehen. Und die muss halt dann einfach nur Jump Drive Operation, Calibration und Conservation, diese drei Skills mit den 5 Millionen Skillpunkten, die muss halt einmal gemacht werden auf einem Char. Und dann kann der halt alles, was halt irgendwie springen kann, kann er halt dann gut fliegen. Aber da waren noch mehr Fragen. Ich bin jetzt wieder von der 110.000. gekommen. Man, wieso sind in hohen Data-Sites so schlechte Items drin? Da sind keine schlechten Items drin, du bist zu spät. Es gibt nämlich die Möglichkeit, wenn man, wo sind sie? Covered Ops. Ich glaube, ich habe hier eine. Nee, da ist es nicht drauf. Genau, wenn ich jetzt hier
mein, das ist ein Zeug, mal ist ein bisschen teuer, aber es geht ja ums Prinzip, wenn ich hier den Analyzer habe, dann mache ich einen Container nach dem anderen einfach durch und irgendwann habe ich dann was, habe ich halt die ganze Site halt fertig. Ich kann aber auch in die Site reinfliegen und kann erstmal auf 70 Kilometer Entfernung mir alle Container angucken, was da drin ist und dann einfach die zwei, wo halt geiler Scheiß drin ist, mit, was weiß ich, 30 bis 100 Millionen Items halt dann hacken, mir in die Tasche stecken und wegfliegen und dann den Rest der Zeit einfach stehen lassen. Und dann kommt dreiviertel Stunde später Dune Torment ins System, hackt dann die Container und stellt fest, ey, scheiße, in der ganzen Zeit ist nur Müll drin. Also es ist richtig nur Kacke. Und hier sind zwei Container, da ist gar nichts drin. Was soll der Wix? Ja, da war halt irgendein Arsch vorher da, der mit dem Cargo-Scanner vorher geguckt hat, was in den Containern drin ist, hat die leer gemacht, die halt sich lohnen, den Rest stehen lassen. Und das ist das Problem, warum in den höherleveligen Sites so viel und so oft Scheiße drin ist. Weil nämlich in den niedrigeren Sites die Leute nicht mit Cargo-Scanner rumrennen, weil da nämlich viele Anfänger sind, die da keinen Plan von haben. Und denen tun dann einfach nur halt alle Container wegmachen und die Sites nicht halb leer oder halb fertig stehen lassen. Und in den höherleveligen Sites sind halt die Leute, die halt gut scannen können und die halt das mit dem Cargo-Scanner kennen. Und die lassen halt dann diese Müll-Sites rumstehen und ärgert sich halt dann der Nächste über die Site, die er dann quasi aufräumen muss, weil ein anderer da nur die Kohle rausgezogen hat. Und die Dinge haben gern geschehen. Also Epic Arc Tutorial, ich habe jetzt die anderen nachgereicht. Ich habe es gerade fertig, Skorista, und werde als Nächstes noch das Angel schreiben, damit halt wirklich alle da sind, alle Tutorials für die Epic Arcs und dass halt alle Leute, die da irgendwie in den Arcs Probleme haben, oder besser gesagt, dass keiner Probleme mit den Arcs hat. Das sind teilweise auch persönliche Anmerkungen, denn ich hoffe, die helfen, dass da die Verwirrungen und Irrungen, die man selber hatte, oder die ich bei einigen Sachen gemerkt habe, dass ich sie habe, dass die halt euch nicht passieren. Ich habe jetzt beim letzten Fliegen gemerkt, dass ich bei der Gorista-Arc Sachen übersehen habe, die mir die über Jahre das Fliegen der Arc deutlich einfacher gemacht hätten. Quen hat noch geschrieben, bringt schon was, vorher wusste ich quasi nichts über die größeren Sachen, jetzt bin ich eher über die größeren und die Zahlen beeindruckt, fliege aktuell nur im Highsec und da reichen die kleinen Frachter von den Karrieregängen zum Zeit noch aus. Ja, das ist der Punkt, wo Sascha vorhin gesagt hat, wenn man halt rechtzeitig und frühzeitig über die größeren Stufen im Spiel informiert wird, dann kann man halt frühzeitig sein Charakterdesign halt planen. Das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe, mit der Skillung halt von den Chars, hast du halt wirklich einen Char, der machst, der halt für Howling da ist, aber wirklich halt nur von Zeug von A nach B schieben und einen anderen Char, der halt die ganze Hüpferei quasi übernehmen kann. Wenn du nicht gerade mit 20, 30 Mann meinst, dann reicht die Orca als Hauler im Highwerk ja auch. Ja, oder nimmst du einen Miasmus oder so mit. Das ist alles im Rahmen. Es geht halt hier jetzt in dem Ding, ging es mir wirklich nur darum, diese Möglichkeit, dass wie kann man ein Schiff, was halt jetzt eine neue Fähigkeit bekommen hat, deutlich effizienter für was ganz anderes verwenden. Beziehungsweise wieder für das verwenden, wo wir es ja schon vor 4-5 Jahren verwendet haben, weil als die noch auf die normalen Zynos springen konnte, hat man die Zynos mit Anfängerschiffen machen können, die halt nichts gekostet haben. Da hast du halt die Million für das Zyno ausgegeben und ein bisschen fürs Liquid Ozone. Und wenn dein Char Zyno auf 4 hatte, dann konnte er halt im Anfängerschiff Zyno machen. Außer er war, ich glaube, Amar. Bei Amar ging es, glaube ich, nicht an 5 Kubikmeter gefehlt oder so. Deswegen war ein Zyno als nie Amar, weil es nicht funktioniert hat. Da hat man den Expand Cargo Hold gebraucht und den dann auch anschaffen, Riesenaufwand. Haben die meisten halt keinen Bock drauf gehabt.
Und jetzt geht es halt mit der Quali wieder, dass du halt aufs Indochino springst, was halt wieder mit billigeren Schiffen möglich ist. Und das ist halt eine feine Sache. Und wenn jetzt einer überlegt, ja, Sprungfrachter anschaffen ist mir eigentlich zu teuer, der Richtung habe ich eigentlich keinen Bock und also die Möglichkeit besteht, man muss keinen Sprungfrachter nehmen, man kann auf dem Char, der die Orca kann, die ganzen Sprungsachen draufpacken und die Qualle für vielleicht mal eine spätere Karriere als Nullsec-Miner dann verwenden und kann dann dementsprechend darauf aufbauen und den normalen Howling-Char, der momentan in der Miasmus hockt, dann halt für die Charon oder für die Obelisk oder für die Fenrir nehmen oder so. Schaffreis, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Was möchtest du machen? Möchtest du Eve komplett Hardcore oder möchtest du ein bisschen Casual durch die Gegend idlen oder was ist so dein Plan? Ich frage das vorher, damit ich einschätzen kann, was für eine Korb ich hier anbiete, weil wir haben jetzt hier zwar eine heiße Korb, aber wir sind halt komplett unmoderiert. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann stellst du sie hier bei uns im Waldeck-Channel oder halt im TS. Wir sind dreimal die Woche sicher nach den Streams da, aber das ist halt, ich sag mal, mehr so für Leute, die halt schon wissen und ihren Weg gefunden haben und nicht sehr anfängerfreundlich. Aber du kannst halt, wenn du ein bisschen Interesse auch an PvP hast, dann kannst du dir halt eine Nullsec-Ali holen. Also wir haben hier im TS noch zwei Goons dabei, aber ich kann dir halt auch die Gegenseite, also Goons und so anbieten. Mit einer sehr anfängerfreundlichen Korb, wo halt dann auch Hilfeprogramme drin sind, wo auch ein Skill-Injektor-Programm hinten dran steht. Das heißt, wenn du die Flottendoktrin halt skillst in einer bestimmten Zeit, dann bekommst du dafür Skill-Injektoren und kannst dann quasi als Belohnung dann andere Sachen halt dann schneller skillen, die du halt vorher nicht skillen konntest, weil du halt für die Gemeinschaft was getan hast. Und wenn du halt im Highsec unterwegs sein möchtest und hier ab und zu mal mit dem TS eine Frage reinhauen oder im Stream oder so, kannst halt ins Bisschen-Kartell reinkommen. Das ist unsere Sammelallianz, Sammelkorb. Die ist mit uns in der gleichen Allianz hier drin. Wir haben hier, hier das Bisschen-Kartell. Das ist die Korb zum Waldextreme eigentlich. Ist auch die DSIP, da hocken wir auch gerade drauf rum. Und wer halt da Bock drauf hat, kann sich dranhängen. Aber wir sind halt nicht 24-7 da und beantworten halt nicht 24-7 Fragen. Aber ihr könnt uns halt im Discord Fragen stellen. Oder halt im Waldeck-Channel, wenn wir online sind. Ansonsten ist halt die 06-Geschichte. Angebot, wenn Englisch gut ist, der kann auch Eve University beitreten. Die haben halt auch Highsec-Schulungen und richtige Klassen mit halt, wie man es halt aus einer Schule halt kennt. Einer erklärt was, der Rest hört zu und stellt am Ende Fragen. Ob die Angebote im offiziellen Forum vertrauenswürdig sind, das kannst du pauschal nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wenn du eine Korb suchst, dann such dir eine Korb, die das macht, was du auch machen möchtest. Weil die Korbs in Eve, da sind ganz viele dabei, vor allem im Highsec, die kennst du diese China-Imbisse, die auch Döner anbieten und die Pizza haben und Drehspießhühnchen. Oder die Pizzeria, die auch Sushi anbietet. Und hast du da schon mal Sushi gegessen? Also such dir eine Korb, die halt wirklich das macht, wo du Bock drauf hast. Wenn du minen möchtest, suchst du eine Korb, die halt nur, wir machen Mining. 24-7 Hardcore Mining. Und keine Korb, die wo dann, Korbs wie Sand am Meer, wo drin steht, wir machen PvE, PvP, Lowsec, Wurmloch, Highsec, Nullsec, Mission Running, PI, im Endeffekt alles. Also so alles durch die Bank. Und die machen halt nichts richtig. Und meistens sind es auch noch Korps, die halt so 10 Leute oder so sind. Es gibt zwar kleine familiengeführte Korps oder Freundeskreiskorps, wo halt gut sind,
Aber die rekrutieren in der Regel nicht. Also da kommst du halt dann nur über Vitamin B rein, weil du angesprochen worden bist oder so. Die meisten Cops in dem Umfeld, die kannst du einfach knicken. Das ist dann, die sind dann ständig inaktiv, dann kannst du die nächste suchen, dann sind die wieder inaktiv. Da suchst du lieber eine größere Corps, sagen wir mal so ab 100 Leute. Wohlgemerkt, die meisten längeren Leaf-Spieler, die haben halt einen Account mit 3 Chars und dann haben sie einen zweiten Account mit 3 Chars und dann sind in der Corps schon 6 Leute drin. Also ein 10-Mann-Korb heißt halt nichts in EVE. Das ist halt, muss man auch immer bedenken, dass da die Zahlen ganz andere Werte haben. Deswegen über eine größere Korb suchen, die dann immer so runterbricht. Also durch 3 teilt, siehst du ungefähr, wie viele Accounts sind. Und dann kannst du überlegen, wie viele Leute 5-6 Mining-Chars haben. Und dann weißt du, wie viele richtige Menschen hinten dran hocken. Nix gegen mein All-You-Can-Eat-Sushi im Mongolian-Barbecue. Hey, es kann sich jeder seinen Durchfall holen, wo er will. Ich bin da... Ich verurteile da keinen. Der Bandwurm, der mag auch Freunde haben, den man sich da holt. Ich sag halt nur, dass diese Korps halt im in ja. EVE halt auch gibt. Und Moment, Social Corporation Recruitment. Und du hast halt hier alle möglichen Versprechen drin in diesen Dingens halt. Und da sind halt ganz viele dabei, wo halt echt von der Grütze sind. Hier Pandemic Horde, Highsec Division, die sind ganz okay, aber die sind halt englischsprachig. Das ist halt das große Problem, dass wenn man halt kein Englisch kann oder sich da so unsicher ist oder da keinen Bock drauf hat, noch abends in Englisch reden zu müssen, dann ist halt, schränkt es halt die Korbwahl ein. Ich finde es halt auch schwierig, irgendwie relevante deutsche Gruppen in EVE, weil ja, es halt nicht funktioniert. Ja, das ist halt auch ein Problem, dass EVE-Allianzen häufig und auch die EVE-Korps häufig zu Drama-Queen-Geschichten werden, weil alle Häuptlinge sein wollen und keiner Indianer. Oder alle Indianer alles tot diskutieren und alles, was die Häuptlinge beschließen wollen, dann scheiße finden, weil sie hätten das ja alles ganz anders gemacht. Also das ist dann nicht alle während der WM Bundestrainer, sondern alle sind dann gleichzeitig CEO. Sascha, wie fühlst du dich jetzt eigentlich, hier praktisch im TS zu sein mit deinem Co-CEO? Bist jetzt mein Boss. Ich weiß nicht, keine Ahnung, es war Verzweiflung, glaube ich. Alles gut. Es war Verzweiflung. Fazadelf ist so CEO geworden, wie manch andere auch seinen Job bekommt in irgendwelchen öffentlichen Projekten. Alle standen in der Reihe und haben uns gehalten. Wer will den Co-CEO haben? Alle machen einen Schritt zurück und Fazadelf hat ein bisschen geträumt und zack, war er Co-CEO. Ja, direkt. War gerade Kaffee kochen und hat nicht Nein gesagt, oder? Ja. Ich war der Lutsch. Oh, ist okay. Ich habe keine Ahnung, wer geglaubt hat, dass ich ein guter Diplo wäre, aber ich bin halt auch Diplo. Aber ich bin schon diplomatisch. Ja, keine Ahnung. Ich meine, sucht halt jede Korb, egal wo. Versucht irgendwo Leute herzukriegen, die irgendwas A, mal was machen und B, die halt auch online sind. Ja, das ist bei den größeren und älteren Allianzen ist das immer ein Problem. Das habe ich in meiner Nullzeit öfters dann in den letzten Jahren dann auch, war auch ein Grund, warum ich aus dem Null raus bin. Weil viele ältere Allianzen von den großen Blöcken halt so dieses, da hocken halt Leute auf irgendwelchen Posten innerhalb der Allianz, also im höheren und mittleren Management von den Allianzen und haben halt irgendwelche Jobs, die sie halt angenommen haben, als sie halt 5 oder 10 Jahre vorher Student waren. Und jetzt sind sie halt nicht mehr Student, sondern haben halt 9-to-5-Job und haben eine Familie und haben vielleicht noch andere Hobbys und fahren vielleicht eine Stunde zur Arbeit oder so jeden Tag. Und dann haben sie halt noch die Verantwortung für eine Online-Allianz und müssen halt eigentlich irgendwas organisiert bekommen. Und einerseits wissen sie, ja, sie kriegen es halt nicht geschissen. Andererseits wollen sie halt ihren Posten auch nicht abgeben, weil sie sind halt schon wichtig. Und das ist in einigen Allianzen halt echt schwierig. Wenn du da irgendwelche Sachen organisiert haben möchtest oder irgendwelche Änderungen machen möchtest oder nur eine Struktur aufgestellt haben möchtest, dann war das halt ein Monat, auf eine Struktur aufzustellen.
Weil selber darfst du es nicht, weil du ja kleines Licht bist. Und die Leute, die halt dafür zuständig sind, die haben halt keine Zeit oder es ist halt dann plötzlich ein anderer zuständig, weil die Leute, die vorher zuständig waren, gemerkt haben, dass sie keine Zeit haben. Aber es hat halt keiner für nötig befunden, das den anderen Leuten mitzuteilen. Das ist okay, Diplo. Nachdem ich der Einzige war, der einen diplomatischen Vorfall verursacht hat in den letzten Jahren, gehe ich mir davon aus, dass das ein easy Job ist. Du meinst mit Burstjammer in die Flotte, in die eigene Flotte reinfliegen? Ich glaube, es gibt keinen, der nach 6 Stunden von der Blacklist wieder entfernt wurde. Ich bezweifle stark. Naja, es ist... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es rausgeschmissen habe bei meinem letzten Aufräumen, aber er ist noch da. Instant minus 10. Wenn man richtig Langeweile hat und den Charmer richtig in die Scheiße reiten möchte, dann nimmt sich eine Scorpion. Die findet er hier mit Dispersion-Projektoren. Die haben die wunderbare Fähigkeit, die Optimal Range von Burst-Jammern zu erhöhen. Und dann macht ihr euch hier diesen Sentinel Burst Jammer drauf und dann stellt ihr euch samstags abends in den Unlock von Dieter 4.4 und drückt einfach mal auf diesen Sentinel Burst Jammer. Du kannst dann die Rigs auch draufpacken, wenn du die schon drauf hast. Die Range Rigs für ECM, die wirken nämlich, hast du drauf, sehr gut. Die wirken da drauf. Und ja. Die haben halt dann die, das hast halt alles, was im Umkreis von 76 Kilometern ist, hast du dann halt Minus-Standing für denjenigen oder durch die Interaktion mit demjenigen. Also der Pot gibt auch also den Mega-Hit, wie wenn du ihn killen würdest. Genau, und das gibt halt, das hast halt instant minus 10, weil Concord halt es halt überhaupt nicht gut findet, das zu machen. Und also das wäre so eine Möglichkeit. Und sowas ähnliches hat Father Death für den PvP gemacht. Das ist eine beste, war eine absolut valide Methode. Und ich bin durch die eine Nacht Top 3 Killer All Times auf einer Osprey. Ich glaube, nur 2 über mir haben jemals mehr mit einer Osprey gekillt, als ich mit einem Burst Jam. Das ist ein bisschen traurig, aber auch eine negative Reputation ist Reputation. Jungs zum Infrag gerade, gibt es eine größere Ali, die Guns nicht mag und man gefahrlos stocken kann? Ja, gibt's Horde. Da kannst du einen Char reinbringen, die haben keine irgendwie Easy oder was Abfrage, zumindest für die meisten. Für die Grundfunktion sozusagen der Allianz. Die haben dann aber so ein komisches System, dass du getrackt wirst, wo du rumfliegst. Und wenn du dann keine Easy-Freigabe für das System hast, dann kriegst du einen Anschiss. Oder wirst sogar weggeschossen. Das ist ein ganz strange System. Aber grundsätzlich, Horde ist feindlich zu Gunsform und die sind relativ easy going mit der Aufnahme von Chars. Und die machen gar keinen Test. Ich habe da auch mit daher 50% sind wahrscheinlich Goons in PH gefühlt. Die haben Blessed Beans, glaube ich, sind die in Carrion abdocken dürfen und Supern und Titans, bilde ich mir ein. Das war zumindest damals so. Nee, Blessed Beans sind einfach nur die besseren Rutting-Systeme haben. Ja, da dürftest du nicht auftauchen als Pöbel Pandemic Hordler, also als Standard Hordler. Genau, da darfst du nur rein, wenn du halt Blessed Beans bist. Das sind auch die dich halt irgendwie grundlos anscheißen in irgendwelchen Info-Channels. Da war ich auch mal, ich war auch eine Zeit lang, hab da Sachen verkauft, hab Char reingepackt und dann Sachen bei denen im Nullsenk verkauft, über deren alle E-Logistik die Sachen billig reingeflogen und dann deren eigenen Händler dann die Preise kaputt gemacht. Und dann war ich halt im Hilfe-Channel drin, Fragen beantwortet und dann hat dann einer angefangen halt rumzukacken, von wegen, was ich mir erlauben würde, Fragen zu beantworten. Ich so, hey, wieso? Wer hat er das gefragt? Dann beantworte ich die Frage halt so. Ja, nee, steht mir nicht zu. Ich so, wieso steht mir das nicht zu? Ja, weil ich den Rang nicht habe. So, ja, gut, okay. Ja, mit einer Pandemic Horde Astero im Krieg in 90 Minuten 3 Supers von Papi gekillt, weil die alle, weil ich glaube, am Ende hatten sie nämlich Pandemic Horde nicht auf Rot, aber es auf Neutral gesetzt, die restlichen Leute, weil die einfach die Schnauze voll hatten, von PH als gekillt zu werden. Aber du könntest doch theoretisch, könntest du Ben die Marshall in Jita geben. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viele Strukturen, dass du die Marshall hochjumpen könntest, Ben. Sascha meine ich. Theoretisch müssten wir wieder blaue Strukturen haben. Aber ja, es ist halt
Das ist eine gute Strecke hochzujumpen. Das ist nämlich der Nachteil an diesem scheiß Ansiplexen. Dadurch, dass die machen das Universum so klein. Ich habe letztes Mal realisiert, dass von einem Stager zum anderen Stager brauchst du mehr Sprünge mit einem Black Ops, als du Sprünge nehmen würdest, wenn du die Gates nehmen würdest oder die Ansiplexer. Das ist so krank. Ich glaube, ich bin in 15 Jumps bin ich in Delft durch 4 komplette Regions durch. Das ist, die Ansiplexe sind nicht Ratati sagen, der mag keinen Spaß. Sonst nervt er die noch. Ansiplex geht jetzt auch wieder mit Jump Fatigue, so wie es am Anfang war. Ja, ja. Ich stehe irgendwo in Fetia Bodis, glaube ich, steht der eine vor dieser, der neue jetzt. Oh, Sascha, wir sind übrigens wieder sind wieder 8 Jumps weiter vorgerückt. Du musst wieder alles von dem letzten, von TR07 in den neuen JTAG noch was oder so transportieren. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich wusste nur noch nicht genau, wohin. Perfekt, genau. Ich habe jetzt hier mal den. Wie soll das Bild noch nicht gewechselt? Das ist ein bisschen Delay, glaube ich, im Stream. Mal kurz. Nee, der hat, wenn ich mit 2 Clients in der gleichen Bildquelle arbeite, das rallt er als nicht, welche Quelle er verwenden soll. Der hat 2-mal Eve als Quelle und jede Quelle ist eigentlich fest zugewiesen, aber ja. Er rallt als nicht da, egal. Also das ist hier mein erster Char, der Capitals gelernt hat. Und der hat halt hier diese ganzen Jump-Geschichten, hat er alle hochgezogen und momentan lernt er halt auch Jump Portal Generation für die Black Ops, damit er das auch noch kann. Und der hat, wenn man hier die Spaceship Command reingeht, hat er halt die ganzen großen Sachen hier. Die Carrier hat er drin, der hat die Black Ops, wo er kann. Hier nochmal ein Carrier, nochmal ein Dreadnought. Frank, wir küssen deine Augen. Sorry. Frank und ist da. Der hat da halt, der ist halt in dieser Richtung halt komplett durch. Und der hat auch beim Fleet Support, bei diesen ganzen Boost-Geschichten, hat er alles komplett ausgeskillt. Bis auf für den Supercarrier, ist für den Titan, glaube ich, der Phenomena-General, der ist für den Titan. Hat er nicht, weil er kann keinen Titan und im Highsec wird auch nie ein Titan eingesetzt. Also es ist halt komplett Käse. Und der Char ist halt. In der Richtung hat komplett durchgeskillt. Der hat halt hier alle Fähigkeiten und der ist halt im Spaceship Command halt auf die ganzen großen Sachen auch. Und wo ist denn. Ach, das ist diese doofe Listendings hier. Qual hat jetzt nur 4, aber ich meine, nee, komm. Dafür, dass er die ganze Zeit im Highsec hockt, ist 4 schon zu viel. Da wäre der Command Chips auf 5. Also da solltet ihr euch überlegen, wie ihr eure Chars halt sortiert, dass halt der Char, der dann später die Caps fliegen soll, dass der halt die Sprungskills hat und der gleiche Char ist, der halt auch den Fleet Support hat, weil es halt oft Überschneidungen gibt in der Richtung. Also nicht nur, sondern der es halt als erstes bekommt. Weil später haben die Chars das halt dann auch doppelt und dreifach. Nicht beim Cap FC ankommen und darum bitten, ob er eine Route hat für Jump Range 4. Das ist nicht witzig. Was, Jump Drive Calibration war die Range, oder? Glaube ich, für genau, das ist die Reichweite. Wenn du dann mit der Route 4 ankommst, dann kriegst du direkt einen Tritt in den Hintern, weil die keinen Bock auf sowas haben. Also das ist 5 ist Minimum. Und wenn du das halt auf allen Charts machen musst, ist halt es ist ein nerviger Skill, ja. Es ist ein ätzender Skill. Ich glaube, sind es 30 Tage oder so? Das ist, glaube ich, sogar noch mehr. Das ist ich glaube, 45 Tage. Und mit Implantaten kriegst du noch 30 runter oder so. Das ist halt richtig. Widerlich. Ich bin wieder falschen Dinge, was ich jetzt zeigen wollte. Quatsch. Init hat 2010 oder 11, die haben noch für Level 4 Leute gemacht, aber das macht heute keiner mehr. Nee, das ist einfach nervig, weil du nicht die gleiche Reichweite hast. Das ist ein Riesenaufwand für nichts. Und das ist jetzt hier C und der hat halt relativ wenig, aber der hat halt auch das Command-Ship und dann habe ich halt ihm die Schild-Sachen gegeben, weil er halt die Nighthawk hat, da macht halt der Schild-Command schon Sinn. Und irgendwo in der Dingens sind halt auch jetzt mittlerweile die Commands angekommen. Also die irgendwann lernt halt jeder Char alles, weil irgendwann an dem Punkt bist, wo halt sonst nichts mehr zu tun ist. Der kann auch hier die Jump-Sachen. Die Fuel-Conversation hat er noch nicht, aber das ist halt ein 32-Tage-Skill mit 4er-Implantaten. Also der ist halt richtig scheiße. Und Jump Portal Generation ist 65-Tage-Skill, nur um da ein bisschen Treibstoff zu sparen. Also ja. Das ist halt komplett weird.
Und zu dem Thema von Siang, wo er die Marshall hinpacken kann, damit Sascha möglichst schlecht drankommt, wie wäre es dann mit, du gehst auf die Eve Scout Page, schaust, wo du einen Terra Heisek WH hast und packst dann die Marshall nach Terra und machst da auf der Struktur einen Vertrag. Weil einerseits ist halt schon relativ nah. Also momentan ist sogar ein Gate in Delft, da kannst du also sogar sagen, also hier in 6Q R5.0 ist in Delft ein Wurmloch, du kannst also jederzeit rein, kannst halt jederzeit hier deine Marshall die abholen. Andererseits ist halt Terra halt saugefährlich für die Marshall. Das Problem ist, Jörg muss die auch erstmal dahin bekommen, heil. Ja schon, aber das wäre der Gag mir wert. Irgendwie morgens um 8, 9 die Marshall nach Terra rein und einen Vertrag erstellen, sag ich, hier viel Spaß damit. In die Beschreibung den Link zu Eve Scout zu sagen, hier, guck. Sion ist dabei, siehst du, kriegst demnächst deine Marshall doch noch. Nur halt JWD. Aber Terra ist eigentlich, ohne Witz jetzt, Terra ist eigentlich eine relativ gute Möglichkeit, Sachen von A nach B zu schieben, weil es halt sehr aus sehr, sehr vielen Regionen Wurmlöcher in ein System reinkriegt, was halt zwar groß ist, was aber auch gut ist, weil dieses sehr große System ermöglicht dann halt, dass ihr nicht unbedingt in die Scan-Reichweite auftaucht, wenn ihr reinkommt durchs Wurmloch. Also das ist auch eine Möglichkeit für Logistik. Pochwin-Filamente gehen auch immer recht gut. Ja, die sollen mutmaßlich demnächst genervt werden. Ja. Weil das zu OP ist, beziehungsweise sind ja schon teilweise genervt worden. Also du kannst aus dem Wurmloch zum Beispiel kannst du mittlerweile nicht mehr Pochwin-Filamente zünden, sondern du musst halt dich dann per Ausloggen safen und kannst halt nicht mehr deine Orca vollstopfen mit irgendwelchem Geraffel und dann halt einfach ein Pochwin-Filament zünden und dann meine Victory-System zünden und dann bist du halt im Low-Schrägstrich im High-Sec, je nachdem, wo du rauskommst und bist halt safe, sondern du musst halt dann quasi es durchbeißen und die Orca halt mal irgendwie 2 Wochen halt dann ausgeloggt im System lassen und dann im anderen Char gucken, ob du dich wieder gefahrlos einloggen kannst oder ob sie dir da an die Stelle, wo du ausgeloggt hast, was hingestellt haben, damit du dann gewabbelt bist, wenn du reinkommst. Ja. Und Frank, ich habe dich nicht ignoriert, ich habe dich tatsächlich komplett übersehen. Und danke für die Bilder. Ich habe sie nicht gezeigt. Ich wusste nicht, ob ich sie zeigen soll. Wie war die Sonne, Waldeck? Ich habe nur erzählt, dass du unterwegs warst und dass du in der Natur warst. Und alle waren sehr verwundert, dass du in der Natur warst, weil draußen ist gruselig. Nicht verwundert, besorgt. Und hi, Descon Maker. Wobei, jetzt nochmal hi sagen ist schwierig, weil ich bin eigentlich schon eine Viertelstunde über der normalen Streamzeit drüber. Und wollte eigentlich immer irgendwann zu Abend essen. Vielleicht würde wahrscheinlich Sascha auch sagen, wo die Family im Hintergrund wahrscheinlich auch schon an der Tür pocht mit Messern und Gabeln und zum Abendessen ruft. Ja, noch nicht ganz, aber. Ich bin forever alone. Das hat mein Nachbar nicht verstanden, wie man freiwillig hier keinen Bock hier auf Frauen und Familie und so. Ich meine, ja, es ist halt einfach nur Drama. Also mit einer Frau, die mit mir zusammen sein will, will ich nicht zusammen sein, habe ich mittlerweile für mich festgestellt. Yep. Ich zock momentan wieder regelmäßig mit Maya, also dann auch im TS, und der hat ja 5 Kinder. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wieso man das möchte. Also ganz komplett alleine und keine Kinder und so. Ehrlich. Also du brauchst keine Negativbeispiele dafür. Das Positive ist halt einfach, du kannst halt jederzeit machen, was du Bock drauf hast. Und ich habe gestern mit dem Nachbar gequatscht und wir waren halt, ja, keine Ahnung, 20 Minuten lang am Quatschen, stand halt auf dem Balkon und haben uns über alles Mögliche unterhalten. Und dann kommt halt seine Frau unten aus der Tür raus und wir halt dann runtergerufen, so, hey. Und dann sie so, ja, wir wollten eigentlich los hier, so. Ich halt für mich so gedacht, so, hätte ich jetzt keinen Bock drauf, irgendwie Termine ausgemacht zu bekommen und irgendwo hin zu müssen. Also ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind, aber
Es sah schwer nach einer Einladung irgendwie zum Zusammenhocken aus. Deniger, du wolltest, hat Frank irgendwas geschrieben, du wolltest irgendwas mit Korb oder Ali oder zusammen oder zu uns kommen oder so irgendwie, da war irgendwas im Raum gestanden, du kannst mal auf den TS kommen, weil der Channel oben ist die IP im MOTD drin. Können wir nochmal quatschen. So sehe ich es umgekehrt. Kinder wären zwar auch ab und zu mal cool, weil da kannst du denen halt irgendwelches Zeug beibringen und siehst halt, wie sie aufwachsen, aber ja, brauchst halt wieder eine Frau für dafür, das ist auch so ein bisschen doof. Ich brauche keine eigenen Kinder, ich habe Neffen und Nichten, da kann ich machen, was ich will und wenn sie schwierig sind, lasse ich sie zurück, das ist alles gut. Genau, gibst du wieder ab. Hier, hol mal wieder ab. Ja, genau. Einfach meinem Neffen ein kleines Drumkit geschenkt. Die Revanche für alles, was meine Schwester mir angetan hat. Jetzt hat er eine kleine Truppe. Oder das habe ich auch schon gesehen, es gibt Schuhe, die Licht nicht nur Licht machen, sondern die auch Musik machen, wenn du halt durch die Gegend hüpfst. Das ist halt richtig übel, wenn du dem Patenkind oder dem Kind deiner Geschwister hingehst und so ein Zeug hängst. Oder einem Kumpel, der dir halt irgendwie auch auf dieses Eier gegangen ist. Schon eine Rolle geschenkt, da war er noch relativ klein, wenn man die gerollt hat, dann hat die immer ein Lied gespielt und am Anfang war das noch witzig, aber ich glaube, das Problem ist, er wusste auch, wo der Ausschalter war, wenn die Mutter mal ausgeschaltet hat. Ja. Ja, am besten ist, wenn die gar keinen Ausschalter haben, sondern die einfach permanent an sind. Ja, der wird ein Schlagzeuger. Oder halt nicht. Ja, ich bin ja jetzt hier mit relativ vielen Nachbarn und da sind immer wieder, wenn ich merke es immer, wenn in der Grundschule, in der dritten Klasse haben die hier Blockflöten gedöns, wo sie Blockflöte lernen, dann dritte und vierte. Wird dann danach nicht weitergeführt, dieser Unterricht, sondern ist nur in der dritten und vierten Klasse in der Grundschule. Und dann weißt du immer so nach den Ferien, wer jetzt gerade in die dritte gekommen ist von den Nachbarkindern und wer dann gerade sich versucht im Blockflöte spielen. Ist auch so eine Sache. Gar keinen Bock drauf. Oh, hast du die, was kannst du später, Siege Green? Irgendwie hat CCP neue Strukturen, Updates und für Capital Bau gerade eben. Ist gerade im Corp-Chat gesehen. Ich habe die Ankündigung gestern gelesen. Ja, da hat ja. CCP Swift hat was geschrieben, dass es irgendwelche Änderungen gibt. Ja, aber bei Strukturen. Da er dazu geschrieben hat, wir dürfen sie eh nicht raustragen, bis es halt offiziell ist, aber war das für mich noch nicht interessant. Oh mein Gott. Shield Damage Cap ist removed bei allen Strukturen. Das ist schon mal gut. Das heißt, du kannst dich einfach durch Schild durchfressen. Mit genügend. Schmeiß nochmal den Link, schmeiß dir nochmal einfach in den. Darf ich, ich weiß gar nicht, dass mich der Mut. Ist halt jetzt Englisch, sorry. Das gibt es auch auf Deutsch. Kannst du auch auf Deutsch umstellen, dann geht es auch. Perfekt. Oh, Medium-Strukturen haben keinen Hull-Reinforcement-Timer mehr. Das heißt, nur noch zwei Timer auf dem. Im Endeffekt dann nur noch einen, wenn die, wenn Schild keinen. Na doch, zwei, ja. Ja, die Mittleren kriegen aber dafür halt dann mehr Schild-HP. Also, es ist halt dann. Also es gibt halt mehr HP, aber dafür gibt es halt keinen Cap-Timer mehr. Finde ich gut. Hätte ich schon auch voran so gemacht, weil diese Schadensbegrenzung war komplett doof. Also beim Rumpf-Timer könnte ich ja, Panzerung würde ich sie trotzdem weglassen. Das sehe ich nicht so als sinnvoll. Blueprints. Industrial Components. Okay. Kosten und Zeit wird herabgesetzt bei Battleships, Capitals und Super Capitals. Und Dreadnoughts werden significant cheaper. Nice. Ja, die Dreads, die waren ja so teuer, dass es im Endeffekt gar keinen Sinn mehr irgendwie gemacht hat, die einzusetzen. Wir haben das mit Snuff durchgegangen, um einen Super in bei Fraternity zu Dreadbomben. Brauchst du 6 bis 8 Dreads effektiv und hast dann im Endeffekt mehr Dreads auf dem Grid als der Super Capital. Also mehr Esk in Dreads auf dem Grid als der Gegner in Super Capital. Ja, und das bringt halt nichts. Und vor allem
schreibst du ja eh ab eigentlich. Ich meine, die meistens, die haben gedreadbombt und dann direkt self-destructed. So, nachdem wir diese guten Nachrichten bekommen, schmeiße ich nochmal eine weitere gute hinterher. Das ist diese Blockchain-Geschichte, war ja auch ein bisschen Aufruhr, zumindest auf Reddit, dass da die Frage war, kommt da irgendwas mit NFTs, mit Cryptocurrency oder mit Blockchain nach ETH und ist die offizielle Absage, dass dem nicht so sein wird, in absehbarer Zukunft wird da nichts kommen, aber er schließt nicht aus, also Helmer, dass in eventuell in anderen Spielen von CCP da irgendwas reinkommt. Momentan zumindest heißt NFT für Not for Tranquility. Mit diesen Worten möchte ich auch den Stream beenden. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Gerne. Ich hab's dann. Noch eine Verabschiedung eurerseits? Nö, ich sag tschö. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Zusammen alle vereint. Vielleicht ich nicht unbedingt im Stream, aber... Aber zumindest pünktlich dann wie die Deutsche Bahn im Chat. Eben. Genau, habt einen schönen Freitag, schönen Nachmittag und dann bis Freitag. Genau, dann beschließen wir damit. Ich mache die Mikros zu und euch noch einen schönen Abend.